Das ist unser Layout und das sind unsere Mitspieler. Wir sind immer noch Teil der Conspiracy 3 natürlich, aber das hier ist das Layout, das wir gebaut haben für Desperados 3. Und ich habe drei tapfere Mitspieler, die sich jetzt dem Wilden Westen stellen werden, während ich sie triezen kann. Und einer von denen, Peter, ist mitverantwortlich dafür, dass es das Rollenspiel zu Desperados 3 gibt. Magst du mal kurz zusammenfassen, was die Idee dahinter war? Die Idee war, wir haben auf der letzten Gamescom Kontakt zu THQ Nordic gehabt, haben so ein paar Kooperationsmöglichkeiten abgesprochen und das dieses Jahr auf der Spielwarenmesse in Nürnberg Anfang des Jahres vertieft. Und es ging darum, dass wir zu dem jetzt schon bereits erschienenen Desperados 3 Videospiel für Promotion-Zwecke ein kleines Rollenspiel gestalten. Und das haben wir jetzt getan. Also es gab keine physische Verteilung, man kann sich das kostenlos bei uns im PDF-Shop, DriveThruRPG oder Pegasus Digital dann auch runterladen. Haben das dann quasi digital vermarktet, eben aus gewissen Gründen aktuell. Das sollte auch Pen-and-Paper-Spieler dann ein bisschen zum Desperados-Videospiel bringen, beziehungsweise umgekehrt. Und das bietet sich ja an, auch wenn es vielleicht ungewöhnlich ist, weil es sehr viele so taktische, ungewohnte, dem Rollenspiel ungewohnte Elemente eben enthält, die aber wichtig sind, um dieses Videospiel-Feeling von Desperados 3 so ein bisschen zu transportieren. Ja, weil je nachdem, wie ihr vorgeht, werden wir vielleicht die taktischen Kämpfe aussehen oder ein Duell. Das wird unterschiedlich abgehandelt. Ja. Und naja, das hängt alles von euch ab. Wir haben heute ein relativ offenes Szenario, durch das ihr euch durchschummeln, schießen und reden könnt und mal gucken, was bei rumkommt. Ja, und weil der Peter mit verantwortlich ist dafür, dass es das Spiel gibt, hat er $1000 auf seinen Kopf ausgesetzt. Achso, ich dachte, weil ich der älteste, erfahrenste und gerissenste Hund dieser Bande bin. Ja. Okay. Wir haben herausgefunden, dass ihr alle Tuckers seid. Yeah. Eine große, glückliche Familie. Die Tuckers. Dem dir sozusagen das Küken der Familie für nur $100 Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt. Daniel, der Shane Tucker spielt. Hi Daniel, du bist vom Nerdstar. Was ist ein Nerdstar? So sieht's aus. Guten Tag erstmal. Schön hier sein zu können und zu dürfen. Ein Nerdstar, die Nerdsternchen, die Nerdstars werden wir manchmal auch genannt, obwohl wir das gar nicht so toll finden. Nerdstar TV, daher komme ich. Ich bin da als Redakteur und Moderator tätig und das ist ein lizenzierter Online-Fernsehsender. Gibt's ja auch auf Twitch. Und wir haben ja auch schon hier alle, die wir im Call sind, querbeet miteinander zusammengearbeitet. Und so bin ich jetzt hier gelandet und habe nur $100 auf meinen Kopf ausgesetzt, was mich ein bisschen traurig macht auch. Vielleicht kann sich das ja noch erhöhen. Ne? Ja, werden wir sehen, ne? Ja, ich meine, du spielst einen Spieler. Die sind so die Leute, die sich verkleiden können, die leicht untertauchen und die geschickt vorgehen. Das sind die $100, die bisher überhaupt an dir kleben geblieben sind. Wahrscheinlich hast du für ein viel Schlimmeres getan. Und einfach alles andere auf andere abgewälzt. Ja, zum Beispiel auf Benny. Guten Abend. Ja, an Bennys Stelle war ursprünglich Dirk von Nerdstar eingeplant, der aber auf einer Reise gerade hängen geblieben ist. Der wäre eigentlich auf dem Weg zu seinem Rechner und seiner Kamera gewesen. Und es tut mir leid zu verkünden, dass er es nicht geschafft hat. Also die Reise. Ja, Dirk lebt, glaube ich, noch. Mit dem ist alles in Ordnung. Er ist wahrscheinlich nur sehr frustriert. Eben irgendwann mal geschrieben, er ist noch am Leben, aber er war da in Göttingen irgendwo, also. Oh, das ist fast genauso schlimm. aber das ist ja gar nicht mehr so weit von zu Hause entfernt, genau. Was nichts heißt. Ja, Benny ist jemand, den ihr vielleicht kennt, ihr zuschauenden Menschen dort draußen, der öfters bei uns bei unsinnigen Aktionen dabei war, mit dem wir mehrere Filme gedreht haben. Und ich freue mich sehr, dass er heute spontan eingesprungen ist, um mitzuspielen. Hallo! Hi! Danke, dass ihr mich gefragt habt. Freue mich tierisch. Ich bin gespannt. Gut, wir können kurz reinspringen, indem wir darüber reden, was für Figuren das sind, die ihr spielt. Wir haben ja schon geklärt, ihr seid der Tucker-Clan. Und wir haben Peter als den Patriarchen. George Tucker, ein alter Trapper, Fährtenleser, Eigenbrötler, lebt eigentlich zurückgezogen in der Wildnis, hatte sich aber zur Aufgabe gemacht, nach dem Tod seines Bruders, des Vaters, der anderen beiden Mitspieler hier, auf die beiden aufzupassen. Dass die auch auf den rechten Faden wandeln oder zumindest nicht in der nächsten Schießerei dann ihr Ende finden. Mal schauen, ob das heute Abend gelingt. Ich weiß es einfach nicht. Mal schauen, wie gut das läuft. Ja. Benny spielt Sam Tucker, ein Revolverheld. Ich glaube, mehr weiß er über den Charakter bis jetzt auch noch nicht. Das stimmt. Wir wissen jetzt, dass du der Neffe von George bist.
Offenbar. Und offenbar auch der Bruder von Shane. Ja. Und so wie ich ihn einschätze, bin ich der, der ihn wahrscheinlich immer wieder rausschießt. Wie auch immer. Das ist eine gewagte These. wir sollten klären, wer von euch beiden der ältere Bruder ist. Es kann ruhig er sein. Ich meine, der Jüngere, der begibt sich ja meistens irgendwie in die gefährlichen Szenarien. Und als Glücksspieler, als Berühmter, kann mir das ja durchaus schon mal passieren, dass ich den einen oder anderen verärgere, ne? Mhm. Ach, die Asse aus dem Ärmel. Das doch gerne so. Das, ja, manchmal, vielleicht sind da mehr Asse im Spiel, als eigentlich ursprünglich in einem Deck sein sollten. Das werden wir feststellen. Solange es nicht Asse und Achten sind, Deadman's Hand, dann erschießt dich nämlich jemand. Also, zumindest ist das die Geschichte. Lass uns das versuchen zu vermeiden vielleicht. Möglicherweise. Gut, das ist der Tucker-Clan. Und wir haben auch ihre Charakterbögen, um sie uns mal kurz anzuschauen. Wir haben hier einmal den George Tucker. Das ist zumindest der wichtigste Teil des Charakterbogens. Wir sehen nämlich seine Attribute. Und aus den Attributen leiten sich einige der Werte relativ einfach direkt ab. George Tucker ist ein starker, kräftiger Typ, der relativ entschlossen ist und auf seinen Bauch hört. Aber er ist nicht der beweglichste. Er bewegt sich, glaube ich, eher geruhsam, sollen uns die Werte sagen. Und er ist auch nicht der gebildetste. Ne? Ja, gut. Also, ich kenne mich in der Wildnis aus. Ich weiß, wie meine Fährte lesen muss. Aber ansonsten lesen. Die Schulbank habe ich nie gedrückt. Und ansonsten auch wenig Kontakt zu Menschen gehabt. Von daher passt das schon ganz gut. Auch die Muskelkraft, bin noch rüstig im Alter, aber naja, manchmal lässt das Knie vielleicht so ein bisschen nach. Die Wendigkeit ist halt nicht mehr die, die es mal war. Ja. Und du hast Athletik und Wildniserfahrung als Fertigkeit. Das funktioniert folgendermaßen, als dass man immer in diesem System 3W6 würfelt. Das werden wir abhandeln über Roll20, wo auch, falls es irgendwie zu einem Kampf geben kommen sollte, ja, eine grobe kleine Situation um den Saloon aufgestellt ist, wo wir dann Marker drauf platzieren können. Wie gesagt, es ist ein sehr taktisches Spiel, wenn es zu Kämpfen kommt, wo es sehr wichtig ist, wohin schauen die Gegner und kann ich sie ablenken, weil ansonsten ist man auch sehr schnell tot. Speziell, wenn man Shane heißt und wenig Lebenspunkte hat. Und wenn man eine Fertigkeit hat, die zu dem passt, was man tatsächlich vorhat, wie in dem Fall von George, zum Beispiel Wildniserfahrung, wenn es darum ginge, sich in der Wildnis zurechtzufinden oder Spuren zu suchen oder dergleichen, dann darf man ein dazu passendes Attribut zu dem Ergebnis der 3W6 dazu rechnen und hat dann in der Regel deutlich bessere Chancen, die Probe zu schaffen. Und das ist eigentlich das, wie alles funktioniert. Und aus den Attributen leiten sich ansonsten noch ein paar Grundwerte ab. Die Lebenspunkte entsprechen der Konstitution. Das heißt, George hat 4 Lebenspunkte. Seine Entschlossenheit wird zu Nervenstärke. Da hat er auch 4 Punkte. Nervenstärke, damit kann man Würfel neu würfeln. Also aus den 3, die man gewürfelt hat, einen sich rauspicken und nochmal würfeln und dann mit dem neuen Ergebnis leben, das hoffentlich besser ist. Und der Duellwert, die 12 ist für die besonderen Situationen da, wenn man tatsächlich im Duell aufeinander schießt und er sagt, wie schwer es ist, einen zu treffen. Das heißt, wenn also eine Meisterperson, ein NSC, unter meiner Ägide ein Duell gegen einen von euch tatsächlich abhalten würde, dann wäre der Wert, den der NSC hat, die haben so eine Art Monsterstufe, entscheidend dafür, wie gut ihr ihn trefft, und euer Duellwert wäre das Ziel, das ich würfeln müsste. Damit haben wir eigentlich schon alles erklärt. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten, ihr habt besondere Fähigkeiten. Peter kann eine Bärenfalle auslegen. Das ist richtig fies. Damit haben wir in einem Testspiel einen Boss ausgeschaltet. Und Peter kann so einen kleinen Lockruf von sich geben. Ich stelle mir vor, dass er dann so oder den möchte ich gerne hören. Also einstudiert auch? Klingt ja wie ein betrunkener Bär. Hängt auch ab. Ja, auf jeden Fall. Damit kann er die Sichtlinie von einem Gegner ändern zum Einstieg von einem Kampf. Was auch sehr praktisch sein kann. Verstörend ablenken, ja. Verstörend ablenken. Das können die anderen teilweise auch. Also ihr habt alle unterschiedliche Sachen, die ihr gut könnt. Oh, und George ist auch noch einschüchternd und er hat gute Wahrnehmung. Dann unser Onkel George, einschüchternd wie immer. Ja, George ist ein guter Typ. Dann haben wir natürlich den Pistolero, den Schützen, der von Benny gespielt wird. Dann tauschen wir mal durch.
Der ist hier noch nach Dirk benannt. Das ist jetzt aber natürlich der Charakter von Benny. Sam Tucker, der Revolverheld. Du hast nicht so viele Lebenspunkte, aber dafür ist dein Duellwert enorm hoch, weil du unglaublich geschickt bist, wenn dich bist. Im Idealfall werde ich ja eh nicht getroffen. Das ja, das ist das Ziel. Und der Duellwert macht es schwer, dich zu treffen tatsächlich. Und du kannst hervorragend schießen, was auch auf Wendigkeit geht. Du kannst reiten, du bist athletisch und du kannst dich verstecken. Du bist das Rundumpaket. Und dann haben wir zum Abschluss den Charakter von Daniel, Shane Tucker. Der ist nicht so stark, der hält auch nicht so viel aus, aber der ist geschickt und schlau und entschlossen. Sein Duellwert ist auch ganz okay, aber er sollte keinen Schaden abbekommen. Dafür ist seine Nervenstärke super. Ich dachte mir, das ist nicht schlecht für jemanden, der professionell Poker spielt. Ja, da komme ich ganz schön ins Schwitzen manchmal. Gut, damit haben wir, glaube ich, alles, was regeltechnisch wichtig ist, geklärt. Wenn es zu einem Kampf kommt, werden wir noch mal ein paar Sachen erklären. Und ich denke, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Einverstanden? Mhm. Gut. Wir spielen in den 1840ern und wir spielen in der Nähe des Mississippi-Deltas oder genauer gesagt dort, wo es anfängt, sich auseinander zu fächern. Im Staate Mississippi. In einem Ort namens Yazoo City. Was schon ein großartiger Name ist. Yazoo City liegt am Yazoo River, das ist ein Zufluss zum Mississippi, und dort hat sich eine kleine Stadt gebildet, die davon profitiert, dass dieser große Fluss in seiner Nachbarschaft ist und dass hier öfters mal der Durchgangsverkehr hängen bleibt, sowohl Leute, die Dinge zum Fluss schaffen, die den Fluss überqueren wollen, oder die eben in irgendeiner Art und Weise mit den Dampfern, die den Fluss rauf und runter fahren, zu tun haben. Das heißt, es ist eine noch relativ junge, aufgrund der Tatsache, dass allein schon der Staat relativ jung ist, Stadt, die relativ typisch für ihre Gegend Holzhäuser hat, die sehr viele ja, umlaufende Veranden und ähnliche Methoden aufweisen, des feuchten und warmen Wetters, das fast das ganze Jahr überherrscht, Herr zu werden. Und Yazoo City hat eine Besonderheit, die euch hergelockt hat. Es wird in den nächsten Tagen hier ein Pokerturnier stattfinden. Und ein gewisser Shane Tucker zählt darauf, dort mit seinen geschickten Fingern, seinem Pokerface und seiner Entschlossenheit und seiner Fähigkeit, sehr lange, sehr gleichgültig zu schauen, nicht aufs Klo gehen zu müssen und den Tisch nicht verlassen zu müssen, ein paar Dollar für die Familie zusammenzukratzen. Und dementsprechend ist die ganze Bande mitgekommen. Sam, um auf Shane aufzupassen, und George, um aufzupassen, dass weder Sam noch Shane sich noch schlimmer in die Schwierigkeiten reinreiten. Auf welchem Wege nähert ihr euch denn wahrscheinlich Yazoo City? Kommt ihr mit einem Dampfer den Fluss rauf? Reitet ihr vom Osten her in die Stadt? Wo kommt ihr her? Reiten finde ich zwar potenziell am sympathischsten, aber ich glaube, nachdem gerade Shane jetzt vielleicht nicht der ist, der allzu lange im Sattel bleiben dürfte, wäre wahrscheinlich der Raddampfer das Sinnvollere. Jetzt sind wir auch so abgebrannt, dass wir nicht mal mehr Pferde haben im Moment. Wir sind richtig broke. Ja, richtig broken. Dass das der Grund ist, warum ich dem ganzen Unternehmen zugestimmt habe, überhaupt an diesem Pokerturnier teilzunehmen. So richtig fertig. Ihr habt gerade noch genügend Kohle, um vielleicht sozusagen dann das Startgeld in die erste Runde zu werfen. Das wird man noch alles sehen. Alle Verantwortung liegt auf mir. Die Hoffnung der ganzen Familie. Ja, tschüss. Der Name steht und fällt mit dir, mit deinen Händen. Die Tucker-Tragödie nennt man auch den heutigen Abend. Oh je. Der Dampfer, der euch trägt, die Lady Luck, ist tatsächlich ein sehr schickes Boot, das umgebaut worden ist dafür, dass es nicht einfach nur Waren den Fluss rauf und runter trägt, sondern dass es auch mehrere Kabinen hat, die ausgesprochen schick ausgestattet sind. Ihr habt keine Kabinen. Aufgrund eurer monetären Lage seid ihr Leute, die hinten auf der Fracht sitzen und somit den Fluss hinaufschippern. Und als ihr dann tatsächlich Yazoo in Sicht kommen seht, tritt auch der Besitzer, der Lady Luck, auf den umlaufenden Gang, der an den Kabinen und nach hinten zu den Frachtbereichen läuft. Extrem gut gekleidet in einem eleganten Anzug mit der schimmernden Kette von einer eleganten Uhr, die in der Tasche versteckt ist. Mit klimpernden, Stutzersporen, die gar nicht wirklich zum Reiten gedacht sind, sondern mehr oder weniger zeigen sollen, dass man reiten kann und was für ein cooler Typ man ist. Mit einem Hut, den er elegant aufsetzt und dann den Blick auf die Stadt wirft. Und ihr wisst, wer das ist. Gerade auch seine Cufflinks zurechtrückt, die glitzern und blitzen im Tageslicht.
das so ein früher Vormittag ist und schon warme Schwüle verspricht. Das ist Clifton Caldwell oder auch Clifton Aces Caldwell. Das ist auch der Veranstalter von dem Pokerturnier, der offensichtlich gerade mit euch hier anreist. Und der auch der ist, der sobald der Raddampfer verteut ist, die Maschinen angehalten sind, nicht mehr länger große Mengen an schwarzen Wolken in den Himmel gespuckt werden und die Planke rübergeschoben wird, der erste ist, der von Bord geht und dort von mehreren Leuten seiner Entourage empfangen wird. Jemand mit einem kleinen Büchlein und etwas schütterem Haar, der sofort anfängt, auf ihn einzureden. Und wir haben mehrere Anmeldungen. Eine elegante Frau mit einem sehr gut geschnittenen Kleid in feinen grünen Streifenstoff, die ihn ebenfalls freundlich begrüßt und ein paar Leute, die ihre Revolver so hoch an der Hüfte tragen und einen so ernsten Blick in die Runde jeweils werfen, dass es relativ klar ist, was ihre Aufgabe ist. Und jetzt steht es euch frei, selber von Bord zu gehen, möglichst bevor die Ladung gelöscht wird und euch alle Leute aus der Gegend rempeln werden. Ja, dann lass uns doch hinterhergehen. Die kurze Frage, wann ist das Pokerturnier von jetzt angesehen? Wie viel Zeit haben wir bis dahin noch? Das Pokerturnier, die ersten Runden werden heute Abend beginnen. Das heißt, ihr habt noch den Rest des Tages. Es ist so mittlerer Vormittag, irgendwann so um 10, 11 Uhr rum, würdet ihr sagen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch eine ordentliche Uhr hat oder ob die schon versetzt wurden. Ich hatte nie eine. Wird überbewertet. Vielleicht auch die Kette. An der sie irgendwann mal hing. Aber ich habe keine Uhr. Ich habe mir einen Bär abgefressen. Okay, also sollten wir auch darauf achten, dass wir möglichst pünktlich ankommen, weil wir nicht wirklich wissen, wie spät es ist andauert. Wo müssen wir denn hin? Ihr wisst, dass es in einem Saloon im Ort stattfinden soll. Aber wir wissen noch nicht, in welchem. Gibt es mehrere Saloons in diesem Ort? Das könnte durchaus sein. Von der Größe her ist Yazoo City schon eine mittelgroße Siedlung. Ihr habt irgendwie in den Notizen, dass es irgendwie was mit Dawn ist. Aber möglicherweise hat jemand irgendwie ein bisschen drauf rumgeschmiert. Auf dem Flugblatt, das ihr euch geholt habt, das das Pokerturnier ankündigt. Okay. Dann ist es vielleicht am sinnvollsten, sage ich zu den beiden. Es ist vielleicht am sinnvollsten, wenn wir uns erstmal umschauen, wo das Turnier stattfindet, damit wir nicht später suchen müssen und in Zeitnot geraten. Weil ich will pünktlich da aufkreuzen. Besser ist das. An dir liegt's ja. Ja, mach mir Mut. Mach mir Mut, Sam. Ist in Ordnung. Wenn nicht das erste Mal, dass du es verkackst. Ein paar Bohnen holen. Mein Magen. Oh, ich habe schon ein paar Tage nichts mehr gegessen. So fühlt es sich zumindest an. Solange du später nicht während des Turniers neben mir sitzt, ist das voll in Ordnung. Du brauchst doch Ablenkung, oder? In der Stadt was schießen. Die Stadt ist schon emsig in Betrieb. Die Leute fangen dann jetzt auch an, die Ladung zu löschen vom Schiff, wo alle möglichen gut verpackten Ballen runtergetragen werden. Es sind eine ganze Menge einfach Dockarbeiter jetzt dabei, hier zu arbeiten und um euch herum zu wuseln, euch schräge und missbilligende Blicke zuzuwerfen, warum ihr im Weg steht. Ihr seht verschiedenste Leute, die einen Blick auf das Schiff haben, Leute, die offensichtlich untereinander Geschäfte abschließen hier beim Hafen. Ihr seht jemanden, der offensichtlich für die Verwaltung zuständig ist, der auch mit jemandem vom Schiff schon redet und Einträge in ein Büchlein macht. Und eine ganze Reihe von Leuten unterschiedlichster Couleur und unterschiedlichster qualitativer Kleidung angetan, die hier hin und her laufen und teilweise auch flanieren. Es ist eine wilde Mischung von eher so den Ärmsten, die jeden Job annehmen und Leuten, die offensichtlich es schon geschafft haben in irgendeiner Form und die in schicker Kleidung hier mehr oder weniger geruhsam ihrem Tagwerk nachgehen. Die Stadt zieht sich Sam, von euch aus Richtung Osten vom Fluss weg. Pass gut auf, Sam. Hier sind eine Menge Leute mit viel Geld in den Taschen. Ich glaube, die ziehen nur allzu schnell. Schnell ist relativ. Wir müssen auf unser Goldstück aufpassen. So lange reinreitet, wie immer, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich kann das nicht versprechen, sage ich, wie es ist. Aber dafür seid ihr beide ja da. Ihr wolltet mich ja nicht alleine gehen lassen. Dann lass uns mal hier von Bord gehen, bevor sie uns ins Wasser schmeißen. Ja, ich packe mein Bündel, die wenigen Habseligkeiten, die ich habe, schulter die und gehe dann an Land. Ich von der Kiste ab, deute nochmal Richtung Shane. Auf geht's. Und dann warte ich, bis er vorangeht und ich dann hinterher als Letzter mit Argus-Augen. Ich gehe voran. Kurze Frage, sehen wir hart schäbig aus?
Ihr seht mittelschäppig aus. Okay. Würde ich sagen. Das war, ihr habt euch eure besten Kleider angezogen. Die haben halt nur leider auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, so. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob Shane vielleicht noch in seinem Rucksack oder in seiner Tasche oder was auch immer dabei hat, noch vielleicht irgendwie so eine feine Weste. Eine gute Weste, ja. Ja, vielleicht. Handwerksweste. Ja, genau. Ne? Und einen guten Hut, die er dann im Saloon dann anziehen kann. Ja. Ich habe mir wenig Gedanken über ein Headset gemacht, als ich den Hut mir geliehen habe. Das kann ich nicht. Aber also, sehr gut. Für dramatischen Effekt kommt er später vielleicht noch mal ganz gut. Er weckt den Eindruck, dass du einen sehr hohen Kopf hättest. Schlauer Spieler. Da ist viel Pokerskill in diesem Kopf. Also vielleicht auch so eine Weste und einen guten Hut, und die holst du dann erst dann raus, quasi, wenn es losgeht, damit du so ein bisschen was hermachst. Ja, damit uns nicht gleich jeder irgendwie anspuckt. Ja. Ja, aber vielleicht ist auch gar nicht schlecht, Underdog zu sein. Ne? Also dann wird man auch vielleicht nicht ernst genommen und die anderen spielen vielleicht ein bisschen unaufmerksam. Das kann ja auch ein Vorteil sein. So, wir schauen uns mal kurz an. Peters Charakter hält die Augen offen und also der George und der Sam auch jeweils. Die Sache ist, der Peter ist besser darin, weil er tatsächlich die Fertigkeit hat, Wahrnehmung. Das heißt, er darf ein Attribut dazu addieren. Das wäre in diesem Fall Intuition, um Dinge zu erahnen, die sich rings um euch bewegen. Und dafür gehen wir mal hier hin und ich würfle für euch. Das heißt, Peter kriegt jetzt einen Wurf von 3W6 plus 4, um zu schauen, ob er was bemerkt. Da klappern die Würfel. Das ist eine 14. Das reicht tatsächlich in diesem Fall, um zu sehen, dass sich ein Junge, der mit einer ganzen Reihe von anderen Halbstarken, die hier offensichtlich ihre Arbeit anbieten und versuchen, verschiedenste Jobs zu bekommen, dass der gezielt auch irgendwie versucht, offensichtlich, so, er guckt so absichtlich ein bisschen in die andere Richtung und jemand, der zu ihm gehört, rechts schreit irgendwie laut so, hey, wenn ihr noch eine Unterkunft braucht, ich kann euch was besorgen. So dass der Blick eigentlich automatisch in die Richtung gehen würde und dessen Hand ist schon quasi unter seinem Ellenbogen platziert, um, wenn er aus Versehen gegen Shane stolpert, möglicherweise was mitgehen zu lassen. Mhm. Ich bin dann in Reichweite, um dann auch einzugreifen. Wir gehen ja hintereinander. Bevor ihn erreicht, versuche ich den Jungen zu packen. Mhm. Hey, Jüngelchen! Ich komme in die Richtung. Der schaut dich sehr schon an. Was ist das, Sir? Was hast du vor? Er guckt rüber zu dem, den du als seinen Kumpan ausgemacht hast. Zwinkert so und nickt, worauf der irgendwie auch direkt das weiter sucht. Ich habe überhaupt nichts vor, Sir. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob es einen Job an den Docks gibt, Sir. Ich bin, also, welchen Job auch immer Sie haben, ich mache ihn. Mhm. Ich schüttel mal in seinen Taschen. Klimpert er irgendwas? Hat er schon irgendwo Beute gemacht? Du schüttelst den Jungen. Hm? Es gibt tatsächlich ein leises Klimpern aus einer seiner Taschen. Erinnert sich, als er es mit uns gemacht hat. Ich brauche ich heute also noch. Gestern. Aber was, Sir, wollen Sie denn von Hilfe? Sprich deutlich, ich kann dich nicht verstehen. Du hast doch was vorgehabt. Ich hab's genau gesehen, Junge. War auch mal so wie du. Dann wissen Sie, wenn Sie mal so waren wie ich, dann lassen Sie mich ja auch sicher weiterziehen, richtig? Gleich und gleich. Wenn du uns bei der nächsten Gelegenheit wieder über den Weg läufst und... Pass mal auf, kannst du uns... Ich lass dich gehen. Ich lass dich laufen, ja. Ja, Sir? Vielleicht. Ich habe hier aber auch ein ganz großes Messer und ich ziehe das so langsam aus der Scheide und nur so halb und steck's dann wieder weg. Seine Augen werden sehr groß. Dieses Messer hat schon einiges erlebt. Einiges, glaub mir, Junge. Ich glaub Ihnen das sofort, Sir. Eine Menge böser Geschichten mitgemacht. Aber das muss ja nicht so enden, oder? Ich weiß gar nicht, nein, enden soll hier nichts, Sir. Gut. Also Sie lassen mich laufen. Uns wirklich weiterhelfen. Vielleicht können wir hier noch jemanden gebrauchen, der die Augen ein bisschen offen hält, der sich hier auskennt. Der Menschen Leute kennt. Oh, ich habe hervorragende Augen. Gut. Als erstes brauchen wir eine Unterkunft, tatsächlich. Darf aber nicht viel kosten. Im Stall schlafen, okay? Ich schaue die anderen beiden an. Ja.
Haben wir eine große Wahl? Bequemer als auf Kisten. Eigentlich gar nicht schlecht. Ja, dann. Wenn Sie mich loslassen, dann kann ich Ihnen auch zeigen, was lang geht. Das passt. Dann er dreht sich um und läuft vor euch weg. Barfuß auf der schaubigen Straße. Und nach ein paar Windungen von Straßen kommt ihr an einen Stall, ganz normal, wo man seine Tiere unterstellen kann. Und er redet dort kurz offensichtlich mit dem Besitzer und winkt euch dann. Kein Ding, ihr könnt ihr auf Stroh und Heu im Stall pennen. Für fast nix. Was denn fast? Sieht gut aus. Sag ich und werf mein Bündel halt auf so einen Strohballen. Ja. Ja. Wie lange wollt ihr denn bleiben, meint der Besitzer. Wie lange geht das Turnier? Nochmal kurz. Das wissen wir wahrscheinlich, wird maximal 3 Tage gehen, je nachdem, wie viele Leute sich angemeldet haben und wie schnell sich das Feld ausdünnt auf unterschiedliche Art und Weise. Wir werden nur allerhöchstens 4 Tage bleiben. Mhm. Nicht lange. Das klingt doch schon mal berechenbar. Was würden wir dir am Ende schulden? Hier 3, 4 Tage. Ich kann für dich rechnen, wenn du möchtest. Er ist gut im Rechnen. Eine meiner vielen Stärken. $5, fragt er, als wäre er sich nicht ganz sicher, wie er zu dem Ergebnis gekommen ist. $5? $5? Wow, da kriege ich ja. Bist du sicher, dass es nicht 4 sind? Willst du nochmal nachrechnen? Ich lasse mich hier nicht bescheißen. Wir wurden eben schon fast bestohlen. Also diese Stadt. Lauter Ganoven. Ja, ey, sorry, 4. Natürlich, 4. Habe ich gedacht. Geht eh, nee. Wann? Oder war es 3? Meint der Junge von euch nicht. Ich glaube, ja, 3, oder? Ja, okay. Einen vorab. Ich glaube, ist da mit dem Regelwerk irgendwie, ich glaube, Motel $2 pro Nacht oder sowas, dann ist das hier im Stall, glaube ich, 3. In Ordnung. Abgemacht. Ich spuck in die Hand und reiß sie ihm. Ja, spuckt auch in die Hand, reicht sie dir. Damit habt ihr das geklärt. Zu Corona-Zeiten wäre das relativ gewagt. Deswegen wollte ich es unbedingt machen. Ein Rollenspiel. Geht aktuell nicht mehr. Und ich schau dann Shane an. Erwartungsvoll. Natürlich. Achso, den einen müssen wir jetzt im Voraus bezahlen, hat er gesagt. Okay. Yeah. Achso, einen, stimmt. Okay, ja, ich öffne, also ich nehme von da, wo meine Geldbörse auch gewesen wäre, hat der Junge ja richtig rausgefunden, nehme ich dann den einen und nicke ihm die auf die Hand. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Steck ihn wieder weg. Gleichfalls, sagt etwas unsicher. Wo wir gerade bei Geschäften sind, welche Saloons gibt's denn hier? Das ist das Honeydawn und das Seven Dukes. Okay, ich schaue euch beide an. Dawn, Honeydawn klingt nach dem richtigen Laden. Da sollten wir später mal vorbeischauen. Ah, ihr seid wegen des Pokerturniers hier. Na, einer von dreien. Du ihr seid Pokerspieler und pennt hier in meinem Stall. Ja, das haben wir auch noch nicht erlebt. Na, wir spielen Poker, um zu gewinnen. Die Frage ist, mit wie viel Einsatz man da reingeht. Ja, na dann, viel Erfolg. Der Junge ist ein Goldstück. Wir werden jeden Dollar, den wir haben, in ihn investieren. Ja. Wenn wir besonders viel gewinnen, dann kriegen sie vielleicht sogar 4. Solange ihr die $2, die ihr mir noch schuldet, auf jeden Fall beiseite legt, ist alles gut. Tja, Kleinigkeit für den Jungen. Hm. Nicht wahr, Shane? Sowieso. Ich bin immer noch überrascht, wie viel Vertrauen du in mich hast. Nach dem letzten Turnier, aber ich werde dich auf jeden Fall nicht enttäuschen. Außerdem suchen wir immer noch Essen für unseren Onkel. Kannst du was empfehlen, wo man hier gutes Essen kriegt? Gutes. Na, es oder gibt billiges. Na, es gibt tatsächlich ein paar Restaurants in der Stadt. Da könnt ihr sicherlich irgendwo unterkommen. Okay, reden wir vielleicht eher über Bohnen? Ich liebe Bohnen. Ihr könnt natürlich auch im General Store euch irgendwie ein paar Dosen holen und dann ist die Sache auch geklärt. Fantastisch. Essen im Bett.
Naja, also jetzt, immer, jetzt müllt und verdreckt mir nicht meinen ganzen Heuschober. Also die Tür da hinten, die führt zu der Leiter hoch auf den Heuboden. Die ist immer offen, da könnt ihr hochgehen. Aber das heißt natürlich auch, ihr müsst auf eure Sachen aufpassen. Gehen wir hin. Wie oft wurde hier schon was gestohlen? Bis jetzt hat sich niemand beschwert. Okay. In Ordnung. Das kann ja, dann viel Glück beim Spiel. Danke. Ja, zuppelt kurz an seinem Hut und geht dann wieder nach vorne. Auf die andere Seite seiner, der ganzen Stallanlage. Wie ist der Plan? Du, Shane, wirst dich gleich für das Turnier anmelden? Ja, ich muss da gleich mal vorbeischauen. Schon mal schauen, welche meiner alten Kollegen vor Ort sind, wie die Konkurrenz so ausschaut. Aber eigentlich sollten die uns keine Probleme machen. Ich bin relativ siegessicher. Wenn da irgendjemand dabei ist, von dem du glaubst, dass er uns Schwierigkeiten machen könnte, dann steckt das deinem Bruder Sam. Er soll ein Auge auf dir haben. Machst du das, Sam? Ah, wozu ist dein großer Bruder sonst da? Und während wir auskundschaften das Turnier, wirst du Bohnen essen? Ist das unsere Arbeitsaufteilung? Ich esse jetzt ein paar Bohnen und dann komme ich nach. Okay. Nein, ich esse die dann einfach, ich esse jetzt schnelle Dose und dann komme ich nach. Kurz nochmal, einfach nur so unter sechs Augen. Wie fair hatten wir vorzuspielen? Du bist der Zocker. Es hängt relativ viel von diesem Turnier ab, oder nicht? Für die nächsten Monate? Jahre? Aber Zukunft, Jungs. Ich hab's eurem Paar versprochen, dass ich auf euch aufpasse. Dass ihr eine gute Zukunft haben werdet. Und nach heute oder nach morgen wird es bestimmt auch so sein. Dann lasst ihr das alles, ja? Verstanden? Ja, Onkel. Das, was früher so war. Mit der Familie. Dann geht ihr zur Schule nochmal? Oh ja. Natürlich, Onkel. Ich will ja nichts sagen, aber bisher warst du, Onkel, der einen kleinen Jungen durchgeschüttelt hat, bevor er überhaupt irgendwas getan hatte. Und vielleicht das war das Beste, was er hätte tun können. Ich pack dich und fang an. Was hast du gesagt? Komm du mir nicht frech hier. Ach ja, gute alte Familientradition. Ich hab ja, genau. Jot ist ein Creep. Ja, okay, vielleicht ein bisschen. Sorry. Alte ja, Gewohnheiten des Onkels. Ich halte ein bisschen Abstand zu euch und behalte die Umgebung im Auge. Wer so den Saloon verlässt und betritt, worüber die Menschen so reden hier. Ihr meldet euch an und dann treffen wir uns an der Bar. Vielleicht haben wir noch einen Dollar für einen Drink. Bar klingt gut. Machen wir uns auf den Weg. Mhm. Ich nick ihm zu und ich nehme an, Sam und ich machen uns auf den Weg zum Saloon. Honeydorn war das, ja? Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich esse meine Bohnen und schlendere dann hinterher und positioniere mich dann beim Saloon und die anderen lasse ich dann vorgehen. Es ist kein Problem, ein paar Dosen Bohnen aufzutreiben und zu knacken und dann auf der Straße zu löffeln. Honeydorn ist ein wie die meisten Gebäude hier, aus Holz errichtetes, größeres Gebäude mit einem Schild, das verkündet, was es ist und wie es heißt. Und aus dem tatsächlich das leise Geklimper von jemandem, der auf einem nur minimal missverstimmten Klavier herumtastet, dringt. Und das Geräusch von Leuten, die sich mit mittlerer Lautstärke unterhalten und hin und wieder Gelächter. Bevor wir reingehen, weil da drin findet ja auch die Anmeldung statt und potenzielle Konkurrenten könnten mich ja sehen, würde ich dann aus meinem Beutel die luxuriös aussehende Weste mit den Flecken rausholen und gerne anziehen, um so ein bisschen Eindruck zu machen. Die gute Weste. Oh, sind wir schon so weit? Naja, schon. Ich hoffe nur, dass ihr nicht zu schäbig aussieht denn. Aber als meine Begleitung ist es wahrscheinlich voll in Ordnung. Meine Aufpasser ziehe ich die an und würde in den Saloon eintreten. Und mich mal umschauen. Was ist so das Erste, was wir sehen? Das Erste, was ihr seht, ist die Theke direkt gegenüber, hinter der jemand, ein älterer Mann mit sehr ordentlicher Frisur und sauber gestutztem Bart und mit so Schonern, die Ärmel hochgezogen sind, gerade Gläser wäscht und aufreiht
Und dann rechts daneben tatsächlich das Klavier, das ihr schon gehört habt, wo auch ein weiterer Mann mittleren Alters sitzt und etwas nachdenklich leise vor sich hin klimpert und offensichtlich auf der Suche nach einer Melodie ist. Und rechts von euch ist ein größerer, runder Tisch von allen anderen etwas abgerückt worden. Da sind eine ganze Reihe von Stühlen schon bereitgestellt und da sitzt unter anderem Clifton Caldwell, den ihr vorhin schon gesehen habt, wie er das Schiff verlassen hat, und die Frau in dem grünen Kleid, die sich leise unterhalten und die neben sich mehrere Bücher liegen haben, in denen Listen stehen, so viel könnt ihr schon mal sehen. Und eine Reihe von, ja, von zusammengehefteten Dollarnoten, die neben diesen Notizen auf dem Tisch liegen. Ansonsten eine verteilte Menge von Gästen, größtenteils mittlere Klasse, was die Kleidung angeht, mit einigen, die nach oben herausstechen, mit schicken Anzügen und sehr, sehr nett verarbeiteten Hüten, ein paar Damen in guten Kleidern, die alle auch jeweils so abschätzende Blicke in die Runde werfen und vor allen Dingen jetzt auch euch beobachten, als ihr zur Tür hereinkommt. Okay. Der Tächer? Ich würde mich zuallererst zur Anmeldung wenden. Würde sagen, Sam, kommst du mit? Als ob ich dich allein lassen würde. Ich nicke und wir machen uns auf den Weg zur Anmeldung, zu dem, der, wie der aussieht, wo man sich anmeldet. Das ist wahrscheinlich bei Clifton, ne? Ist das wahrscheinlich dann Clifton? Mhm. Und Schnuckelhase. Das wirkt schon ein bisschen so. Die beiden schauen auch auf. Die Frau mit ihren sauber hochgesteckten rotbraunen Haaren mustert euch kühl aus grünen Augen und lehnt sich dann nachdenklich zurück, während Clifton euch ein relativ unverbindliches Lächeln mit sehr weißen, perfekten Zähnen schenkt. Ja, dann. Was wollt ihr denn hier, Jungs? Mein Hut, der nicht auf mein Headset passt. Ne? Howdy, wir wollen beim Turnier mitmachen. Ich habe gehört, bei dir meldet man sich an. Ihr wollt beim Turnier mitmachen? Na, er. Also neuer von euch spielt. Kennt man nicht den Junge? Shane Tucker. Man könnte schon von mir gehört haben. Was hast du denn bisher so gerissen? Einige Turniere dort, wo wir herkommen, habe ich gewonnen. Ich bin nicht der bekannteste Pokerspieler, aber wenn ich das sagen darf, einer der besten. Und davon kannst du dich später überzeugen. Ich würde dich mal würfeln lassen. Beziehungsweise muss für ich? Dich würfeln. Okay, okay. Und zwar hast du Einfühlungsvermögen. Das ist der Wert, das ist die Fertigkeit, die nötig ist für, naja, sagen wir, alle sozialen Dinge. Und in dem Fall, ob du richtig erkannt hast, ob du ihm mit Angeben imponierst oder ob du anders hättest rangehen sollen. Das heißt, wir dürfen tatsächlich deine Intuition als Bonus mit draufrechnen. Das ist doch immerhin etwas. Meine Intuition ist gar nicht so schlecht, ne? Der geht. Nee, die ist ganz gut. Das heißt, 3 bis 6 plus 5. 3, 6, 4 plus 5, 18. Clifton Caldwell lehnt sich zurück, streicht sich über sein sauber rasiertes Kinn. Ich glaube, ich mag dich, Junge. Ja, dann. $5 brauchen wir. Das ist der Einsatz für die erste Runde, die du spielen wirst. Und der wird hinterlegt, damit wir auch wissen, dass du erscheinen wirst. Und wir nicht einen Platz an irgendjemanden vergeben haben, der danach noch irgendwie kalte Eier bekommt und wegläuft. Kein Problem. Ich versuche, wohlhabender zu wirken, als wir es sind. Und Handy geben die $5 aus. Mhm. Die Frau nimmt sie mit spitzen Fingern entgegen und schiebt sie in die Klammer, die sie da auf dem Tisch liegen hat. Clifton notiert kurz deinen Namen. Dann bist du heute Abend dabei. Wir werden uns heute Abend wiedersehen. Wie viele sind denn schon angemeldet, wenn ich fragen darf? Wir zwei. Er nickt rüber zu der Frau, die neben ihm sitzt. Du und 14 weitere Partner. Ich bin beide. Die Frau schaut dich an. Was haben Sie denn erwartet? Einer muss ja zwischendrin das Geld zählen, oder? Eine hier muss tatsächlich die Geschäftsfrau sein. Das ist vollkommen korrekt. Und wer sind Sie?
Niemand von Belang. Ich spiele nicht mit. Mein etwas vorlauter Bruder, aber... Noch vorlauter als der kleine Bruder. Von irgendwem muss das haben. Das ist ja ein regelrechtes Familienunternehmen hier. Na dann, Mr. älterer vorlauter Bruder. Ich hoffe, dass Sie sich in meinem Etablissement benehmen. Ach, sehe so aus, als ob ich sowas nicht täte. Ihr Blick wandert runter, wieder hoch. Ich schaue ebenfalls nach unten, nach oben. Werden wir sehen. Oh ja, das werden wir. Naja, sage ich, um uns auf der peinlichen und doch langsam awkward werdenden Situation zu bringen. Wir werden uns dann später sehen und ich bin gespannt, wer den Gewinn und den Tisch heute Abend mit nach Hause nehmen wird. Mache kehrt und gehe erstmal auf den Saloonkeeper, nennt man das Saloonkeeper? Den Barkeeper. Barkeeper. Okay, schade. Barkeeper zu. Schade. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber das ist okay. Wir müssen in die Bildung investieren, habe ich ja gesagt. Darum nochmal zur Schule, ja. Genau, ja. Abendschule. Kurzes Tippen an die Krempe, Ma'am. Und dann folge ich. Auf Wiedersehen, Mr. älterer vorlauter Bruder. Auf Wiedersehen. Große Geschäftsfrau. Na, das lief doch super. Ein Knuffen in die Seite von Shane. Ja, ja. Wie auch immer man super definiert. Wir sind drin. Was willst du denn? Das war das Mindeste. Wie viel Geld haben wir noch, mit dem wir haushalten können? Ihr habt jetzt noch... Noch. Aber da, ich hab 13 einen Plan. 13, oh. Ein Traum. Ein Fest wird das heute Abend. $13 sind gar nicht so viel. Auch wenn man irgendwie etwas als Bestechungsgeld benutzen möchte, sind $13 nicht wirklich. Es reicht für echt viel Bier. Ja, aber Bier ist zweitrangig. Nein, Bier. Ich hasse dich. Zwei. Na gut, das sind ja zum Glück nur ein paar Cent pro Glas. Okay, dann 3 Bier für uns. Jetzt wirst du schwindabel. Ja, jeden eins, ich meine. Habt ihr euren Onkel nicht draußen stehen lassen? Oder teilt ihr die 3 Bier jetzt auf euch zwei auf? Mal gucken, wie schnell ich dann reinkomme, ob das dann noch da ist. Das dritte war für ihn gedacht, vielleicht können wir ihn dann reinholen. Naja, also die beiden Jungs kommen nicht wieder raus. Das ist auf jeden Fall schon mal verdächtig. Mhm. Entweder ein gutes oder ein sehr schlechtes Zeichen. Ich schaue mich ja mal draußen ein bisschen vom Saloon um, beobachte mal, wer so über die Straße geht, wer den Saloon? Wir doch jetzt auf der Schule. Sind wir gar nicht. Den Saloon betritt und verlässt, ob mir irgendetwas auffällt. Ich warte vielleicht draußen halt so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Weiß es ja nicht genau, weil ich keine Uhr habe. Mhm. Und gehe dann irgendwann. Dammter Bär. Dann schauen wir doch mal, wie aufmerksam du mein weißer bist. Mal. Du warst ja schon einmal sehr aufmerksam hier. Mhm. Deine Intuition ist eine 4. Wenn ich das richtig sehe. Gesprächen zu lauschen, bin ja auch. Jetzt fall ja nicht wirklich auf. Irgend so ein alter Mann. Ja, dir fällt auf, dass es eine Reihe von jungen Männern gibt. 3, 4, die immer mal wieder diese Straße rauf und runter gelaufen kommen und dabei sich betont unauffällig gehen, lässig schlendern, aber gegenseitig immer Blicke austauschen und dann kleine Gesten machen an verschiedene Stellen, die, wenn du dich so umguckst, ziemlich gute Orte wären, um von einem Dach oder von einem Balkon oder einem Fenster aus diese Straße und vor allen Dingen die Front und die Seite vom Saloon im Blick zu behalten. Die deuten auf diese Orte. Also ja, immer nur so mit kleinen Gesten, so als würden sie sich eigentlich nur am Kragen irgendwie zupfen oder die Manschetten richten. Und so als würden sie Positionen ausmachen, an denen man sich verstecken könnte und alles im Blick behalten könnte. Wie auffällig wäre es, denen noch ein bisschen zu folgen? Oder zerstreuen die sich irgendwann wieder? Die scheinen dann irgendwann nach so 3, 4 Passagen, die sie zurückgelegt haben, dann gibt es so ein letztes Nicken und einer deutet eine Straße runter und dann siehst du, dass die eine nach dem anderen in die Richtung einschwenken. Boah, nee, alleine ist natürlich jetzt, ich habe nicht so lange in der Wildnis
überlebt, um jetzt so elementare Fehler zu machen. Ich versuche mir die halt einzuprägen, die Gesichter. Und dann betrete ich aber auch den Saloon. Such mal halt mal Ausschau nach meinen Neffen. Du siehst du an der Theke stehen, an der Bar stehen und zwischen ihnen ein noch nicht angerührtes, also hoffentlich noch nicht angerührtes Glas Bier. Widersprecht mir, falls ihr schon andere Dinge damit angestellt habt. Die zapfen das Bier hier nur halb voll, diese Bastard. George, ich rufe dich mit so einem Winken zu Jungs, uns. Onkelchen. Ich versuche es wieder zu dämpfen so ein bisschen. Ich deute so an. Setz mich so an die Theke und greif direkt zum Bier. Nehme erstmal einen tiefen Zug. Oh, ein erfrischendes, kühles Getränk. Und setze es dann, nachdem ich das halb ausgetrunken habe, wieder ab. Nicht so laut, Jungs, nicht so laut. Vielleicht sollte man es hier ein bisschen bedeckt halten. Vielleicht ist es gut, wenn hier nicht jeder weiß, dass ich zu euch gehöre und ihr noch ein Ass im Ärmel habt. Gut, dann geben wir dir kein Bier mehr aus. So war es nicht gemeint. Ich greife nach meinem Humpen. Nur vielleicht ein bisschen. Ich denke mal, die wissen inzwischen, dass ihr Brüder seid, aber es muss ja nicht jeder was von mir wissen, oder? Nein, es ist schon in Ordnung. Wir sind auf jeden Fall angemeldet. Wir haben den ersten Schritt erfolgreich ausgeführt. Sam hat schon mehr oder weniger guten Eindruck hinterlassen. Ich habe einen relativ guten Eindruck hinter. Dein Selbstbewusstsein ist so hoch wie eh und je. Ich schlage euch beiden so herzlich in den Nacken. Leisten kann. Au! Gute Jungs, ihr seid gute Jungs. Paar wäre so stolz auf uns. Ja, genau das. Ja, du hast dich angemeldet. Ja, jetzt sind wir $5 ärmer. Aber wir werden das Ganze wieder rausholen. Hab da mal keine Angst. Ist dir draußen irgendwas aufgefallen? Wie war es draußen? Spannend? Ich weiß nicht. Ich dämpfe ein bisschen meine Stimme. Kram meinen Tabaksbeutel, fange an, mir eine Zigarette zu drehen. Also draußen sind ein paar Halbstarke. Ah. Eine Gruppe. Ja, wart mal ab. Ich glaube, die haben sich hier ein paar Orte ausgeguckt, von denen man hier alles im Blick haben kann. Ich weiß nicht, ist nur so eine Vermutung. Vielleicht gehören die hier zu einem deiner Konkurrenten. Vielleicht sind die aber auch auf eigener Faust hier unterwegs. Vielleicht wollen die sich, wenn hier alles vorbei ist, das Preisgeld unter den Nagel reißen. Könnte einen Hinterhalt geben. Ich hab da wieder dieses Ziehen im linken Bein, wisst ihr? Wisst ihr, wovon ich spreche? Ziehen. Das hat er schon so oft gehört. Ja, du bist halt relativ alt auch. Also ich würde darauf nicht mehr so viel geben. Allerdings finde ich, dass das ein sehr guter Anhaltspunkt ist. Meinst du, die haben das Ganze hier im Blick gehabt? Das könnten sehr wertvolle Informationen sein, die haben. Eine Möglichkeit, uns zu informieren. Die haben Orte ausgemacht, von denen man aus alles gut im Blick behalten kann. Oder auch einen guten Hinterhalt starten kann. Sehen die sich untereinander? Das versuche ich mir in Erinnerung zu rufen. Die würden sich größtenteils untereinander sehen. Einer von den Orten, die sie ausgemacht haben, wäre in einem blinden Punkt für die meisten anderen, aber drei davon haben auch Sichtlinien zueinander. Du meinst Handzeichen, Junge? Nö, ich habe mir den abgegriffen, den die anderen nicht sehen. Die Tür schwingt auf, schwadong, schwadong, schwadong. Und reinkommt jemand mit einem unglaublich auffälligen Hut, so im mexikanischen Stil mit bunten Bändern und dergleichen dran. Aber ein weißer Amerikaner und auch mit übertriebenen Sporen. Möglicherweise so ein Tick, den manche Spieler haben, möglichst auffällige Sachen zu tragen, um die anderen abzulenken. Und der kommt in Begleitung von einem der jüngeren Männer rein, die du eben auf der Straße gesehen hast. Der hat einen Hut oder einen Hund mit Bändern? Hut. Ein Chihuahua mit Bändern. Einen mexikanischen Hund. Und ein würde auch ablenken, so können wir nicht beides haben. Mit weit auseinander Krempe und bunten Bändern als Hutschnur. Okay, ich zünd mir die Zigarette an. Okay, Jungs. Das ist einer von den Kerlen. Nicht hinschauen, nicht hinschauen. Schaut in den Spiegel. Ist da ein Spiegel? Da ist ein etwas blinder Spiegel hinter der Bar. Welcher Spiegel, Onkel? Augen zusammengekniffen in den Spiegel. Ich weiß ja, wo die Anmeldung ist und ich weiß, wo die beiden möglicherweise hinwollen. Mhm. Kann ich versuchen, aus der Entfernung so ein bisschen zu horchen, wie die sich mit dem Clifton unterhalten? Das kannst du versuchen, ja. Das heißt, du neigst dich so ein bisschen in die Richtung und versuchst, die Ohren offen zu halten und lauschst. Das ist Wahrnehmung und da bist du tatsächlich geübt drin. Also du hast das tatsächlich als drin. Die gehen auch zur Anmeldung. Solche Checker, ey.
Es sind ja Charaktere, die vielleicht gar nicht so unsinnig in diesem Szenario sind. Moment, wir können ja eben gucken. Mhm. Dein Charakter hat 5 Intuitionen, das heißt 3 W6 plus 5. Klapper die Klapp. 18. Mhm. Er wird begrüßt von den beiden, scheint ihn zu kennen. Bully! Hast es ja. Wir hatten nicht mehr mit dir gerechnet, aber das scheint zu sein. Wen hast du denn damit? Oh, das ist nur ein Arbeitskollege von mir. Ich dachte, ich nehme mir mal die Zeit, auch mal wieder mitzuspielen. Schön, dich zu sehen, Phyllis. Und hier ist es natürlich, ich meine, die $5. Und reicht ziemlich lässig den Schein rüber. Das startet heute Abend bei Anbruch der Dämmerung. Werden wir uns wiedersehen. Ich hoffe, wir können danach auch noch, wenn ich gewonnen habe, Wein zusammen trinken. Das würde mich freuen. Und ansonsten, ne, Glück. Glück im Spiel, Pech in der Liebe und andersrum, ne? Und er zwinkert völlig zu. Ansonsten, Glück demjenigen oder derjenigen, die gewinnt. Wir sind ja keine schlechten Verlierer. Wer ist denn sonst noch dabei? Oh. Sie liest ein paar Namen vor. Happy Armstrong ist hier, Ronnie Phillips ist hier und ein kleiner Milchbubi namens Shane Tucker hat sich auch angemeldet. Boah, hör ich das? Ich kaue auf meiner Zigarette. Na dann. Aber wir sehen uns dann nachher. Und er wandert dann auch rüber zur Bahn, nickt aber dem einen jüngeren Mann zu, der seinen Blick einmal durch die gesamte Einrichtung schweifen lässt und dann wieder rausgeht. Wie würde ich denn den jungen Mann einschätzen? Ist das ein Pistoliero oder ist es eher so ein Strauchdieb? Die Kleidung von ihm ist nicht so fadenscheinig wie von vielen Leuten, die in die Strauchdieb-Kategorie fallen. Relativ unauffällig, aber du siehst, dass sein Revolver, den er auch relativ hoch und in Crossdraw trägt, dass der in einem sehr ordentlich gearbeiteten Holster mit Zierstickereien steckt. Das heißt, das ist entweder jemand, der gezielt Wert drauf legen will, als ein Revolverheld erkannt zu werden, oder es ist tatsächlich einer. Kurzes anerkennendes Nicken. Ja, wisst ihr, wie Ärger aussieht? So sieht Ärger aus. Auf den musst du gut aufpassen. Wenn du willst, kann ich dir draußen kurz die Orte zeigen. Gute Idee. Du bleibst hier, Shane? Ich bleib hier. Hast Freunde? Pass auf dich auf. Wir sind gleich wieder da. Mach keinen Ärger. Benimm dich und sag bitte und danke. Ausnahmsweise. Ich roll mit den Augen und wende mich wieder dem Barkeeper zu. So, dann lass uns rausschauen, ha? Gehen wir mal ganz kurz raus. Ihr geht raus. Und du versuchst eben die verschiedenen Teile zu zeigen. Mhm. Ich habe hier, wie gesagt, ganz einfach was in Roll20 zusammengeklickt. Das sind die Assets, die tatsächlich in dem Spielbüchlein, das ich nur als PDF habe, drin sind. Und ja, genau. Deswegen bin ich ein bisschen begrenzt darin, was hier passiert. Aber wir haben ein paar Concepts genommen, die dann quasi in die Mitte des Hefts gesetzt, damit man die sich rauskopieren kann und ausschneiden und dann hinlegen. Das richtet sich ja vor allem an Einsteiger. Und dann ist natürlich, wenn es hier um Blickwinkel und sowas geht, so eine kleine Visualisierungshilfe dann sehr, sehr nützlich. Genau. Also die Orte sind hier bei der Kirche. Da oben ist tatsächlich so ein bisschen Ausguck drauf. Dann das ist gefährlich. Auf dem Dach vom Seitenteil des Saloons, der eigentlich ein General Store ist und von mir unglaublich geschickt als Saloon aufgewidmet wurde. Perfekt. Und dann hier auf einem Dach eines Schuppengebäudes. Und das dritte wäre dann tatsächlich auf dem hier, und der ist halt etwas weiter weg. Der auf dem Saloondach kann ihn nicht sehen und der auf der Kirche könnte ihn auch nicht wirklich sehen, weil hier der Vorbau vom Saloon zu groß ist, um da eine saubere Sichtlinie zu haben. Das heißt, die können sich vage gegenseitig sehen, die drei sehen sich alle, aber der ist etwas außen vor. Die decken einiges ab, Junge. Wer aus der Tür kommt, der ist Kugelfutter. Kannst du die alle mit deinen Revolvern erreichen? Vielleicht hast du auch ein Gewehr, ich weiß gar nicht. Nicht von der Tür aus. Also sollte dein Bruder heute Abend gewinnen, oder egal wer gewinnt, und hier rausgehen, glaube ich nicht, dass er lange mit seinem Gewinn glücklich sein wird. Was denkst du? Sehe ich hier nicht. Vielleicht sollten wir den, von uns aus gesehen, wenn wir aus der Tür rausgehen, rechts, den vielleicht uns packen.
Der kann uns mehr sagen. Die müssen ja irgendwann ihre Stellen beziehen. Wahrscheinlich während des Turniers. Ja. Meinst du, du solltest auf Bruder nachher aufpassen? Ich werde immer wieder mal rausgehen und naja, zum Brunnen oder sonst irgendwas machen, was alte Männer halt so machen. In den Strauch gehen, alle halbe Stunde, das fällt nicht auf. Klingt nach einem Deal. Packst du ihn dir dann? Bitte? Ob du ihn dir dann packst? Da musst du aber die anderen übernehmen. Ich komme immer wieder rein und berichte dir dann, ob ich schon jemanden sehe, der sich auf die Lauer gelegt hat. Aber wenn es irgendwann soweit sein sollte, sollten wir uns überlegen, hinten rauszugehen. Hinten, wenn ich das richtig sehe, kann zumindest der vom Kirchturm auch noch runterschießen. Das ist hier direkt gegenüber. Das ist, ihr seid noch nicht ganz um das Saloon-Gebäude rumgegangen. Das heißt, du weißt nicht, ob es noch irgendwo hinten einen weiteren Ausgang gäbe. Ich hätte gedacht, dass es eine, die Tür ist. Ja, also es gibt hier einen Seiteneingang, aber du weißt nicht, ob auf der Rückseite irgendwie noch was ist. Da müsstet ihr noch ein bisschen mehr kundschaften. Na, dann machen wir doch einen kleinen Spaziergang, ne? Ja, zu deiner Erleichterung stellst du fest, es gibt hinten noch einen Anbau, in dem offensichtlich die Küche untergebracht ist, für was auch immer hier serviert wird. Offensichtlich gibt es hier auch Zimmer, die man mieten kann, um unterzukommen. Und die Leute dort können irgendwie Speisen bestellen. Und da ist eine kleine Tür, die gerade auch halb offen steht, damit die Hitze aus der Küche entweichen kann. Der Blick zu George mit hochgezogenen Augenbrauen. Das könnte uns helfen. Immens. Was nicht heißt, dass sie uns dann wahrscheinlich trotzdem an den Fersen kleben, aber es könnte uns einen Vorsprung oder eine bessere Position verschaffen. Zumindest sind wir da geschützt von zwei der Schützen. Und wir sollten uns den Abend über nicht mehr als nötig zusammen sehen lassen. Wenn sie nicht wissen, dass ich zu euch gehöre, werden sie mich nicht als Bedrohung wahrnehmen. Vielleicht kann ich einen von ihnen mein Messer zeigen. Mach das, Onkelchen, mach das. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Hier geht's um viel Geld. Menschen töten für wenig Geld, für viel Geld noch mehr. Naja, sagen wir es so, I call on dips für die Schuhe. Ja. Trotzdem, Überheblichkeit ist eine Sünde. Der weise Onkel. Ach, Onkelchen. Gehen wir dann wieder rein, oder? Ich würde wieder reingehen. Okay. Kurze Frage. Während die beiden draußen Kundschaften sind, der Bully hatte sich Richtung Bar aufgemacht, nicht wahr? Ja, der steht da auch, hat seinen Hut jetzt abgenommen und auf den Hocker neben sich gelegt, hat einen Bourbon bestellt, nippt an dem, während er die restliche Versammlung an Leuten im Auge behält und immer auch mal wieder so einen irritierten Blick in deine Richtung wirft. Ich werfe ihm, also Ich hab versucht, bisher noch nicht so wirklich groß anzustarren. Erinnere ich mich irgendwie an ihn von Namen her? Aus anderen Turnieren? Oder weiß ich noch überhaupt nicht, wer es ist? Du meinst dich vage zu erinnern, dass er sein Geld eigentlich als Rancher gemacht hat, weiter nördlich. Und dass er aber zu den Leuten zählt, die schlechte Verlierer sind, nicht weil es ihm ums Geld geht, sondern weil es ihm ums Ego geht. Okay, ums Ego. Perfekt. Dann schaue ich das erste Mal wirklich rüber und mache gespielt große Augen, so: Der Bully? Wow! Kennen wir uns? Und hebe so den Humpen auf dich, mein Freund. Ich habe von deinem Sieg letztens gehört. Glückwunsch nochmal. Danke. Er hebt das Glas in deine Richtung. Ja, weil man Profi ist, ist man Profi. So ist es halt. Wer bist du? Du musst mich nicht kennen. Ich bin neu hier. Ich versuche mein Glück heute Abend auf dem Turnier. Du auch? Ihm scheint so ein Licht aufzugehen. Er ist: Bist du Shane Tucker? Ja, also eilt mir mein Name doch voraus? Gewissermaßen. Das klingt nicht wirklich positiv. Was hat der alte Clifton wieder über mich erzählt? Oh, Clifton hat es nicht nötig, über irgendjemanden was zu erzählen. Man hört vielleicht so ein, zwei Sachen. Du bist neu in der Szene. Naja, wir alle müssen uns irgendwo unsere Sporen verdienen. Kann dann ja auch hier sein. Na, beziehungsweise erstmal ein paar Watschen einfangen. Oh, dadurch wird man auch nur stärker. Hast du vor, dir heute eine einzufangen, oder willst du gewinnen? Ich spiele, um zu gewinnen.
Und was passiert, wenn das nicht der Fall sein sollte? Ich habe irgendwann... Ich weiß nicht, dass er schlechter Verlierer ist, Jana, hast du eben gesagt. Mhm. Oh, ich reibe mich hier gerade voll in die Scheiße. Okay. Mach nur weiter. Draußen. Ich habe von einem Vorkommnis gehört. Weißt du, von wem ich spreche? Es hieß, du hast mal nicht einen der mit Geldgewinn geschmückten Plätze gemacht. Hast du vor, dasselbe wieder zu tun? Dasselbe? Ich möchte bloß wissen, ich bin neu, ich will noch kein Ärger. Das ist das Ding. Das ist ganz einfach. Noch keinen. Such dir keinen. Ich habe bloß ein bisschen Angst. Ist auch besser so. Ich hatte nicht vor, mir Ärger mit dir zu suchen. Ich weiß, wie das enden kann. Deswegen habe ich da Respekt und deswegen wollte ich nur mal sicher gehen, dass wir vielleicht auf derselben Seite stehen. Ja, mehr. Ich bin meine eigene Seite und dich brauche ich nicht. Er trinkt sein Glas leer, schüttelt den Kopf und geht weg von der Theke. Was machen denn die beiden Herren draußen, nachdem sie die Hintertür entdeckt haben? Nach dem kurzen Gespräch dann wieder, also würde ich wieder hineingehen. Dann seht ihr, wie gerade der Mann mit dem albernen Hut von der Theke weggeht und kopfschüttelnd von Shane weggeht. Der den einen dieser Revolverhelden bei sich hatte. Mhm. Oh Gott. Ich lehne mich neben Shane an die Theke. Läuft? Ich voller Freunde, der geilste Saloon. Voller Freunde. Neue Freunde? Bully ist das. Und er ist ein wenig bekannt dafür, sag ich leise zu den beiden, dass er nicht wirklich gut im Verlieren ist. Sagen wir es mal so. Ich habe davon gehört, dass er schnell zu unsportlichen Mitteln greift. Mittel, die im Pokerspiel nicht die eleganteste Variante sind. Dann sind das seine Männer, die wir draußen, die ich draußen gesehen habe. Er ist schon mit dem einen reingekommen. Er kann nicht gut verlieren. Er hat ein paar Männer dabei. Ich habe versucht, mich mit ihm anzufreunden, habe versucht, vielleicht auf seine gute Seite zu kommen, im Zweifelsfall auf seiner Seite zu sein, falls hier alles schief läuft. Aber er wollte davon nichts hören. Wir können abwägen. Die Frage ist, ich glaube nicht, dass Clifton uns glauben würde, wenn wir ein Gerücht, also was heißt Gerücht in die Welt setzen, aber wenn wir sagen, er sollte sich vorsehen vor ihm. Also, ich würde sagen, die kennen Anmeldung sich. Beendet. Klingt es jetzt durch den Raum. Phyllis, die sich ja als Besitzerin des Etablissements vorgestellt hat und die auch mitspielen wird, steht auf, nickt in die Runde und sammelt das Startgeld und die Büchlein mit den Notizen ein. Dann. Und ich habe Batzen Geld. Viel Glück allen, die heute ihr Händchen an den Karten versuchen werden. Sie deutet mehreren von ihren Angestellten, die dann anfangen, drei Tische fertig zu machen. Jetzt gleich los, Junge. Ja. Ich hab ein bisschen Angst. Pass bloß auf. Ich will nicht heute Abend unsere Familie retten durch das Geld und dann alles wieder verlieren durch möchtegern Strauchdiebe, die vor dem Salon auf uns warten. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Du kümmerst dich ums Kartenspiel, wir um den Rest. Wir passen auf dich auf. Vor allem dein Bruder passt auf dich auf. Du bist ein guter Schütze, weißt du selbst. Ich weiß noch nicht, ob die heute Abend zuschlagen oder eher morgen, wenn hier jemand mit... Das endet morgen, oder? Übermorgen? Morgen? Übermorgen. Am Ende des Turniers. Ob jemand heute Abend zuschlägt oder am Ende des Turniers, wenn jemand mit dicken Taschen rausgeht. Ende des Turniers. Hundertprozentig. Davor lohnt sich's doch nicht. Wenn wir uns einen zwischenzeitlich von denen schnappen, wird das wahrscheinlich auffallen. Ich meine, es würde nicht schaden, deren Zahl ein bisschen zu reduzieren. Oder herauszufinden, ob noch ein paar von denen hier rumhängen. Potenziell eine gute Idee.
Ich werde lange hier beschäftigt sein. Du weißt, wie lange so ein Pokerspiel gehen kann. Aber vielleicht könnt ihr da eure Augen und Ohren offen halten. Wir werden uns in den ersten Runden draußen noch ein bisschen umsehen. Schauen, ob uns einer von denen nochmal beim Weg läuft und ob wir weitere... Also flieg nicht raus. Das habe ich nicht vor. Weder aus dem Turnier, noch hochkant aus dem Saloon. Ich versuche mich zu benehmen. Immer bitte und danke sagen. Nicht wie letztes Mal. Verdammt nochmal, ja. Das gehört sich nicht. Deine Erziehung hat noch nie was bei uns gebracht, Onkel. Die Zuchtschelle. und nicht George Rückhand. Onkel George Rückhand. Gute Jungs, ich schlage euch wieder in den Nacken. Seid gute Jungs, ja. Und viel Glück, Junge. Wollt ihr noch etwas vorbereiten, bevor das Turnier an sich beginnt? Ich wuschel einfach nur einmal Shane durch die Haare und dann verschwinde ich nach draußen. Was macht ein Clifton gerade, der gute Mann? Der ist zwischendurch kurz an die Theke gegangen, hat sich ein Glas bestellt und geht jetzt, nachdem die Tische fertig gemacht werden, zu einem der Tische mit einem Nicken zu Phyllis und setzt sich dort auf einen Stuhl, der für ihn zurechtgeschoben wird. Schaut auf seine Uhr, schließt sie dann wieder und lehnt sich zurück, während er immer mal wieder nippt an seinem Getränk. Vollkommen entspannt. Okay. Ist es öffentlich, wer die Mitspieler sind? Kann man eine Liste einsehen? Oder ja, es gibt tatsächlich eine Liste. An den Tischen liegt auch aus, wer wo sitzen wird. Okay, dann würde ich mich mal vorsichtig zu den Tischen begeben und auf jede Liste mal draufschauen, ob mir ein, zwei Namen was sagen. Vielleicht aus bisherigen Spielen, vielleicht weiß ich, wie ich gegen die spielen muss. Vielleicht gibt mir das irgendwie eine Advantage. Du schaust dich ein bisschen um. Wir schauen mal. Du hast da keine besondere Fertigkeit für? Okay. Es ist nur eine 9. Möchtest du einen Punkt Nervenstärke ausgeben, um einen von den Würfeln nochmal zu würfeln? Wie viel hast du denn davon? Gute Frage. 5. Viele. Wir können kurz reinschauen, aber Shane ist tatsächlich der mit der besten Nervenstärke in der Familie. Ja, ich muss einiges aushalten mit dem Wein. Onkel mit dem Messer und der schießwürdige Bruder. Der sich an die Frau dran schmeißt. Auf jeden Fall ein bisschen was fürs Pokern auch. Ja, hatte ich auch gesagt. Ich meine, selbst wenn ich jetzt halt nur meinen eigenen Namen erkenne, ist das... Also, deinen Namen findest du. So schlecht kannst du gar nicht würfeln. Das ist schon mal nicht schlecht. Offensichtlich kann er auch lesen. Ja, das ist eine meiner vielen Stärken. Aber dann sehr stolz auf dich. Ich weiß, danke. Das ist eine in der Familie. ich würde dann den Punkt noch mir aufheben und dann mit dem Würfelergebnis zufrieden sein, um später vielleicht noch ein bisschen das Glück zu beeinflussen. Mhm. Gut. Man kann auch mal einen Fehlschlag akzeptieren, das ist kein Problem. Ja. Und das heißt, du siehst, mit wem du am Tisch sitzen wirst, aber die Namen sagen dir alles nichts. Du bist nicht in derselben Runde wie Bully Lynch, wie Phyllis oder Clifton zum Start. Wenn sich die Leute ausdünnen, werden dann neue Runden aufgemacht. Das ist zumindest der Plan, weil man mit maximal 7 Leuten spielt. Ihr werdet 5-Card-Draw spielen, was zu der Zeit die übliche verbreitete Poker-Variante für die meisten Leute ist. Eine ziemlich traurige Poker-Version, muss ich sagen. Die heutige ist schöner. Ja, aber die hat sich erst ein bisschen später entwickelt. Ich habe mich in Vorbereitung hierfür über die Entwicklung des Pokerspiels schlau machen müssen. Ja, aber es ist spannend. Bei der hier kann man noch ganz schön betrügen. Nur die neueren Texas Hold'em und dergleichen. Ein 5-Card-Draw wirkt wie eine Beta-Version. Ja. Wäre das mal in Early Access gegangen, ganz ehrlich. Ja. Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Ich weiß, wo ich mich hinsetzen muss. Sehe ich irgendwo eine Uhr, an der ich ablesen kann, wie viel Zeit ich ungefähr noch habe? Oder geht es gleich los? Ja, ein Clifton 10. Es gibt tatsächlich eine klickende, tackende, mechanische Monstrosität von Uhr, die an der Wand hängt, die dir sagt, okay, dass du noch so eine halbe Stunde Zeit hast, bis es dann tatsächlich losgeht. Wir können gerne die Zeit einfach ein bisschen vorspulen. Die Tuckers, die sich draußen umschauen, stellen fest, dass die 4 Pistoleros, die George ausgemacht hat, zwar noch nicht auf ihre Posten hochgeklettert sind, aber in Sichtweite des Saloons herumlungern und dort so tun, als wären sie ganz entspannt, würden nur kurz eine rauchen und sich unterhalten. Ich habe noch eine Idee. Ich versuche mal Ausschau nach dem Jungen
zu erhalten, der uns am Anfang über den Weg gelaufen ist. Mhm. Ob ich den hier irgendwo sehe, ich schlendere ein bisschen rum. Halt mal mit die Augen offen. Sam, ich habe da eine Idee. Die Bengel von eben. Vielleicht könnten die für einen Dollar für uns hier draußen ein bisschen die Augen offen halten. Tatsächlich kannst du, findest du den in der Menge, wo er ein Stück weiter von euch gerade mit einer eleganten Drehung und einem Entschuldigung, Sir, an jemand anders angedotzt ist, der abgelenkt war davon, dass gegenüber jemand, ein anderer Junge gerade irgendwie sich vor Schmerzen krümmt und so tut, als würde er sich übergeben. Und der relativ gut gekleidete Mann ist, das ist in Ordnung, Junge. Das sind die Leute heutzutage. Und der kleine Kerl kommt auf dich zu und scheint irgendetwas in seinen Ärmel verschwinden zu lassen und sieht dich dann und kriegt sehr große Augen. Ich zieh das Messer wieder so halb aus der Scheide raus. Was habe ich dir denn gesagt, Junge? Wenn du läufst, mein Messer ist schneller als deine Beine. Ich hab ja... Hey, hier hab ich nichts getan, Sir. Bestimmt nur so ein halbes Messer, weiter kann ich das auch gar nicht rausziehen. So wie es rauszieht, ist es abgebrochen eigentlich. Steckt in den Bären auch. Hör mal zu, ich zieh vielleicht den letzten Dollar, den ich selbst noch habe. Den Rest hat, glaube ich, eher Shane wahrscheinlich so. Den letzten Dollar ziehe ich irgendwie aus meinem Stiefel raus. Polier den so ein bisschen. Spuck drauf, polier den nochmal. Willst du dir einen Dollar verdienen und noch viel mehr? Oh, das will ich sehr, Sir. Das will ich. Viel mehr. Glaub mir, Junge. Was habt ihr vor? Jetzt schaut ihr etwas misstrauisch zwischen dir und Sam hin und her. Ein ganz ehrliches Geschäft. Absolut. Ich blicke in Richtung Saloon. Ein ehrliches Geschäft. Wie mein Neffe sagt. Okay. Was soll ich machen? Du oder ihr könnt was für uns tun. Das ist nur der Anfang. Seht ihr die... Das da... Nicht fluchen. Seht ihr die da hinten? Gott sieht alles, Onkelchen. Gott sieht alles. Ich blicke in Richtung der Revolverhelden. Siehst du die? Ja. Kannst du die für uns im Auge behalten? Ich glaube, die haben irgendwas vor. Keine guten Leute. Ihr wollt doch nicht, dass hier Riesenärger in eurer Stadt losbricht. Dann bleiben die feinen Pinkel weg, denen du so gerne über den Weg läufst. Nichts schlechter als das. Ist nicht gut, ne, wenn die wegbleiben. Behalte die für uns im Auge. Und wenn die hier irgendwo auf die Dächer klettern oder sonst irgendwas machen, kommst du in den Saloon und sagst ihm Bescheid. Und ich deute auf meinen Neffen. Ihm, verstanden? Kann ich mir merken. Und wenn du siehst, dass die vier noch mit ein paar anderen reden, dann sagst du uns das auch. Mhm. Okay. Ja, seine Hand wandert in Richtung Dollar. Ja, ich gebe ihm den Dollar. Denk dran, viel mehr. Der war dann einmal über seine Finger und ist dann plötzlich verschwunden. Guter Junge. Abgebatze! Schlag ihm so leicht in den Nacken. Nächste Mitglied der Tucker-Familie. Wollte gerade sagen, damit bist du in die Familie aufgenommen, Junge. Wir werden einfach mal adoptiert hier. So. Mhm. Schlag in den Nacken, schon bei den Tuckers. Genau. Ritterschlag, sondern Nackenschlag. Kann der Gefangenschlag. Ich möchte ganz gern, bevor das Turnier losgeht, nochmal George aufsuchen, weil ich nehme an, wobei ich weiß gar nicht mehr, ich suche euch beide auf. Wir sind wahrscheinlich gerade auf dem Rückweg, ja, und ja. Du siehst uns beim Ausgang. Wer von euch beiden wird jetzt gleich draußen aufpassen? Ich würde sagen, du Onkelchen, oder? Du hast die besseren Augen. Genau, ja. Darum geht's nämlich. Ich bräuchte vielleicht drin beim Turnier auch ganz gute Augen. Nicht das, was ihr denkt. Ich möchte wirklich nicht schummeln. So, darum geht's mir gar nicht. Aber ich möchte wissen, wer schummelt. Das heißt, ihr sollt niemandem irgendwo in die Karten gucken. Wir sind ehrliche Leute. Und das soll auch so bleiben. Mehr oder weniger. Es geht mir nur darum zu wissen, wer von den Mitspielern vielleicht uns übers Ohr hauen möchte. Gut. Ja, ich sehe noch ganz gut für mein Alter. Den neugierigen Onkel spielen, das kannst du gut. Den neugierigen Onkel spielen? Ist das irgendwie ein Euphemismus oder so? Egal.
Das war jetzt im Game gesagt. Das war jetzt. Ja, ja. Du willst gar nicht wissen. Was machst du da auf deinem Zimmer? Ich bin die Leute im Auge, komm nicht rein. Komm nicht rein, komm nicht rein. okay, gut. In Ordnung, kann ich machen. Dann musst du hier draußen ein bisschen die Augen offen halten. Vielleicht stellst du dich hier auch in den Eingang oder setzt dich ans Fenster. Wir haben ja noch die Jungs da draußen. Auch wahr. Welche Jungs da draußen? Wohler, wenn du einen von denen schon mal, lass du dein Gewissen, wenn es losgeht, hochnehmen könntest, aber ich glaube nicht, dass heute schon mal so abgeht. Es lohnt sich nicht. Eigentlich nicht. Außer er fliegt raus. Außer es wird was Persönliches. Und ich blick den Shane an. Keine Sorge, ich reiß mich zusammen. Ich habe genug Leute heute verärgert. Gut, dein Wort in Gottes Ohr, Sam. Hoffen wir, dass heute nichts passiert. Das Einzige, was Leute verärgern könnte, ist mein Sieg am Tisch. Und ich hau dir mit dem, sieht man jetzt nicht auf der Kamera hier, ne? Hau dir mit meinem Ellbogen in die Seite und mache mich auf den Weg zum Tisch, zu meinem Platz. Mhm. Viel Spaß im Saloon, hier draußen wird's wahrscheinlich tierisch langweilig. Also, Shane geht an den Spieltisch und ist jetzt George draußen und Sam drin oder andersrum? Aber ich bin jetzt draußen. Mhm. Du bist draußen und George geht rein. Genau. Wir sind ja alle quasi getrennt, weil ich kann mich ja nicht direkt an den Tisch neben dich setzen. Mhm. Der alte Mann, der gehört ja zu mir. den habe ich das Wochenende. Ich suche mir irgendwie eine Position, ob ich von oben, gibt es oben so eine Balustrade oder sowas, wo ich runter gucken kann? Ja, es gibt eine Treppe hoch und da oben sind noch ein, zwei Tische, bevor dann ein Gang zu den Zimmern, die man mieten kann, führt. Mhm. Das heißt, da oben kannst du dich platzieren und einen Blick von oben auf die Tische haben. Ich hole mir noch ein Bier, leih mir von einem Jungs irgendwie noch ein paar Penny und gehe dann nach oben und halt da die Augen offen, ob mir auffällt, ob irgendjemand betrügt. Also ich werde da natürlich nicht losrufen, sondern dann das diskret irgendwann in der Pause, wenn bevor ein neuer Tisch dann startet, meinem Neffen dann eben mitteilen. So, und halt da die Augen offen. Es sind auch vom Etablissement mehrere Leute offensichtlich eingeteilt, die dann ihren Platz einnehmen, die mit scharfen Augen die Tische überwachen. Und alle haben sich dann schließlich gesetzt. Phyllis steht nochmal auf, klatscht in die Hände. Dann wünsche ich allen viel Glück, Ausdauer und genügend Rückhalt. Wer betrügt, verliert Finger. Und wer gewinnt, geht mit einer Menge Geld nach Hause. Und mit den relativ simplen Worten wird das Ganze eingeleitet. An allen drei Tischen beginnt das Spiel. Es werden Karten ausgegeben, um zu bestimmen, wer der erste Geber wird. Sobald der erste Bube gezogen wird, liegt das dann bei euch. Ist es denn tatsächlich so, dass Shane nicht betrügen oder in irgendeiner Art und Weise das Glück zu seinen Gunsten beeinflussen will? Es kommt ganz auf die Größe meines Stacks an. Also ich würde wirklich erstmal versuchen, das ohne Bescheißen zu machen. Mhm. Und schauen, wohin mich das bringt, weil ich schwöre darauf, möglichst ehrlich zu sein. Okay. Ich sehe auch, wie du spielst. Ja, das tust du. Das heißt, die $5, die du ja schon direkt abgeben musstest zur Sicherheit, die kommen jetzt in den Pott. Und es den Jackpot tatsächlich, weil erst die erste Person sozusagen den Start machen darf, wenn man zumindest vorgibt, zwei Buben auf der Hand zu haben, also zwei Jacks. Und dann geht es reihum los. Dein erstes Blatt ist tatsächlich ziemlich gut und du könntest es mit ein bisschen Tauschen auch noch verbessern. Dein Blick geht so in die Runde, wie die anderen drauf sind. Die meisten davon sitzen da, haben eine möglichst neutrale Miene, beschäftigen sich mit irgendetwas, das davon ablenken soll, wie sie auf ihre Karten reagieren, unter die sie einfach irgendwie kurz drunter schauen. Der Einzige, der seine Karten wirklich wie ein Schild vor sich hält und dabei wütend auf Kauterback herumkaut, ist ein Happy Armstrong, der dir gegenüber sitzt und immer wieder hochschaut und runterschaut, hochschaut und runterschaut. Möchtest du auf deine Hand wetten? Oder möchtest du erstmal das an dir vorbeiziehen lassen? Ich möchte, jetzt muss ich wirklich Poker spielen. Ich möchte gern. Ach, ich möchte gern auf meine Hand wetten. Ich setz. Also. Ja. Das heißt, du sitzt tatsächlich die erste Bet.
Die Leute schauen dich dann schon überrascht an. Der kleine Milchbubi in ihrer Runde, der jüngste von den Mitspielern, den noch keiner kennt, der ist offensichtlich überzeugt von seinem Blatt. Und dann geht es in der Runde rum. Und es werden weitere Bets abgeschlossen, bis dann mit der dritten, der Cap, es dazu kommt, dass die Karten getauscht werden. Möchtest du deine Karten eintauschen? Du gehst im Kopf so ein bisschen durch. Das Board könnte noch besser werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist tatsächlich so 50-50. Ganz, ganz grob gesagt, wie ist dein Gefühl so? Möchtest du auf Risiko gehen und schauen, ob du es noch verbessern kannst? Oder? Ja, was weiß ich. Risiko. Ich hätte ja auch geflüstert von oben so. Geh so mit auf seinem, Risiko! Mit seinem ja. Lockruf. George sieht von oben, wie Shane auf den Talon, also den Stapel Karten, von dem nachgezogen wird, in der Mitte schaut, auf seine Karten schaut und offensichtlich überlegt. Ja, das zeigt jetzt keine Souveränität, aber wie ist das bei dir, bei so einem Poker? Da bleiben alle drin bis zum Showdown oder sind schon welche raus oder wie viele sind noch drin? Tatsächlich hat eine Person schon gefoldet am Tisch. Okay. Das, also man kann in der ersten Bettrunde schon mit einem Fold aussteigen, in der zweiten Runde dann kann es zum Showdown kommen. Ja, warum nicht? Dann Risiko. Dann werde ich was tauschen noch. Oh Gott. Ja. Du wirfst zwei Karten ab, ziehst zwei neu und stellst fest, dass das nicht zu dem Entschlossenheitspunkt? Nein, das ist tatsächlich keiner. Du könntest deinen Entschlossenheitspunkt jetzt. Ist die Frage, möchtest du folden oder möchtest du bluffen? Oh Gott, ist dieser nervöse Typ mit diesem Kartenschild noch drin? Der hat inzwischen eine pochende Ader an der Stirn. Nee, er geht besser auf. Mein Plan habt ihr sowieso nichts. Okay, das ist ein Lurch. Aber dann ist die Frage, wie viele andere sind noch drin, die einfach krasser sein könnten als er und ich? Es sind noch drei weitere Leute am Tisch, die für dich schwer einzuschätzen sind. Möchtest du versuchen, sie zu lesen? Oder möchte George versuchen, einen Eindruck zu bekommen, wie das steht? Der George? Ja, okay. Ja, wahrscheinlich. War das eben dann quasi ein Würfelwurf, ein Glücksspielwurf? Oder? Ich habe einfach sozusagen Wahrscheinlichkeiten festgelegt und mal geguckt, ob ihr gute oder schlechte Karten bekommt. Es gibt ja keine dedizierten Pokerregeln, die das System nicht so simpel ist. Das heißt, ich improvisiere sehr viel. Mhm. Aber Freiheiten zu haben ist ja auch cool in so einem Pen and Paper. Absolut. Dann versucht doch der George einen Überblick zu bekommen, wie die ganze Sache aussieht. Und er hat sogar einen sehr guten Erfolg. Der fällt nichts auf dem Tisch, wo tatsächlich Shane spielt, aber dein Blick wandert so rüber und du siehst in dem Moment, wie jemand mit einem ganz kurzen Bewegen der Schultern und einem leisen Husten eine Karte im Ärmel verschwinden lässt und eine andere auftaucht. Bei ihm am Tisch? Nein, am Nachbartisch. Okay, alles klar. Den merke ich mir. Wir haben nämlich einen Pasch bei Peter und das bedeutet, das ist ein hervorragender Erfolg. Okay, dann kann ich trotzdem Leute jetzt noch gleichzeitig lesen an meinem Tisch? Und okay. Das war Aufmerksamkeit und bei dir würde ich sagen, du versuchst es mit Einfühlungsvermögen, um einzuschätzen, ob die Leute bluffen oder ob sie tatsächlich dabei sind. Ja, ich bin sehr empathisch an der Stelle. Du bist mordsempathisch, du hast einen Sechserpasch. Okay. Ja, okay. Wow. Ja. Preis ist deine Stärke, die Karten sind's nicht. Aber Glücksspiel mit Würfeln, das kann ich. Der eine neben dir hat aufgehört, auf seinem Zahnstocher zu kauen, während er dir das die ganze Zeit gemacht hat, was du für ein Zeichen von Nervosität hältst. Der blufft relativ sicher. Der neben ihm scheint neutral eingestellt. Du würdest sagen, eine relativ mittelgute Hand. Der letzte hat seine Karten, hat tatsächlich vier Stück abgeworfen und vier nachgezogen und wirkt jetzt sehr zufrieden. Der scheint ein gutes Blatt jetzt zu haben. Und der dir gegenüber, der ist einfach nur wütend. Der hat keine guten Karten und der versucht, die anderen rauszudrängen. Okay, aber meins ist sehr, sehr mittelmäßig, ne? Ja, dann ist es nicht so toll. Ja, dann würde ich an der Stelle erstmal aussteigen. Ja. Das ist auch besser so, sagt er dir gegenüber. Ja, vielleicht zeig mir doch, wie man was riskiert. Versuche ich ihn anzustiften, so ein bisschen.
der lehnt sich auch vor und schaut zu den anderen. Das werdet ihr sehen. Ja. Als es dann tatsächlich zum Showdown kommt, ist nur die Person mit dem guten Blatt erst noch drin geblieben. Und dann stellt sich heraus, dass der gegenüber saß, der Happy Armstrong mit der pochenden Ader am Kopf, tatsächlich kein gutes Blatt hat. Und die letzte Person dann relativ gelassen den Pott einstreicht. Worauf der da sitzt, schon schwer atmet. Okay, aber ich hätte das Blatt wirklich verloren im Endeffekt? Wenn du tatsächlich es nicht geschafft hättest, irgendwie die anderen zu überzeugen, auszusteigen, hättest du gegen das Blatt verloren, was der andere hingelegt hat. Okay. Ach, stimmt, ich hätte auch noch. Okay, ja. Du hättest noch? Alles gut, nee, ich. Mach weiter. Du kannst doch tatsächlich noch in der nächsten Runde, du hast ja noch ein paar Dollar, kannst du noch mal mit 5 einsteigen und schauen, ob es weitergeht. Währenddessen, Shane steht draußen und hält die Augen offen. Und du siehst jemanden, wo du erst denkst, der Typ hat lange Haare. Und dann stellt sich heraus, dass es eine Frau ist, die absteigt, auch wenn sie Männerklamotten trägt, die ihr Pferd zum Brunnen führt und dann einen Blick zum Saloon rüberwirft. Dann, nachdem das Pferd genug getrunken hat, es mit einem leisen Schnalzen wieder auf sich aufmerksam macht und in deine Richtung geht. Hey! Hey! Ist da drin das Pokerturnier? Läuft aber schon. Ich will nicht mitspielen, keine Sorge. Schade, keine Zockerin. Nein. Sondern? Muss man denn jetzt unbedingt einen Grund dafür haben, dass man in den Saloon gehen will? Wenn man fragt, ob da ein Pokerturnier läuft schon. Aber Ma'am, wer wäre ich, euch den Weg zu versperren? Ich mache einen Schritt demonstrativ zur Seite. Du bist aber auch kein Spieler, wenn du hier draußen stehst. Sie bindet ihr Pferd an. Das ist wohl wahr. Oder ein sehr schlechter, dass ich schon, bevor das Spiel angefangen hat, rausgeflogen bin. Hast du eine Ahnung, wer mitspielt? Ganz ehrlich? Nicht wirklich. Ein paar. Ronnie Phillips, sagt dir das was? Nope. Okay. Wie sieht der aus? Kleine Narbe an der Wange, Schweinsäuglein. Ein kurzes Schmunzeln. Kopfgeldjäger, ha? Huh? Ich? Nein. Nein? Ich bin nur eine Reisende. Eine Reisende Kopfgeldjägerin. Viel Erfolg. Dankeschön. Gerne. Ja. Ich mach hier die Tür auf. Also dieses Drrrr. Und pass auf dich auf. Ebenso. Drinnen geht die nächste Runde weiter. Shane hat diesmal dann nach dem in der zweiten Bettrunde eine relativ gute Hand. Dir gegenüber sitzt Armstrong, der inzwischen puterrot angelaufen ist. Und der dich anstarrt. Du steigst besser aus, du Zahnstocher, wenn du weißt, was gut für dich ist. Okay, also ich weiß nicht, ob ich deinem roten Gesicht so trauen kann. Und ich steige dann in dem Fall nicht aus. Tatsächlich bist du dann derjenige, der diesmal den Pott einstreicht, als die anderen folden. Als letzter dann beim Showdown ist Armstrong noch dabei und legt ein ziemlich erbärmliches Blatt hin. Eins seiner Augenlider zuckt. Bist du eigentlich überhaupt schon alt genug, um hier mitspielen zu dürfen? Hm? Vielleicht kannst du deinen, du bist ja schon relativ alt, deinen persönlichen Arzt reinholen. Vielleicht kann der mein Alter schätzen. Ich lass mich doch nicht! Du steckst doch noch in Windeln, du kleiner Scheißer! Ja. Ich nehme an, du versuchst ihn zu reizen. Das ist zumindest meine Interpretation dieser Aussage. Ich habe nicht versucht, ihn zu verführen. Also ich wollte ihn schon reizen, ja. Sitzt er eigentlich weit weg von mir oben? Also könnte so ein Bierglas ihm auch aus Versehen auf den Kopf fallen? Ja, das könnte es. Er springt in diesem Moment auch auf. Dir dreh ich deinen Hühnerkopf auf den Rücken! Oh, das sind die Codeworte, nach denen man selbst dann in die Taverne reinschaut. Ja. Das reicht zu deiner nicht vorhandenen Überraschung. Es ist Shane. Dem der versucht. Ein kurzes Seufzen. Ich guck mich so.
mit einem Hechtsprung über den Tisch an den Hals zu gehen, während Shane da sitzt, so, was kann man machen? Das passiert halt einfach. Gut, werfen wir das Wendigkeit? Das würde auf Wendigkeit gehen, würde ich sagen. Uiuiui. Da bist du gar nicht so gut drin, ne? Überhaupt nicht. Wenn nicht, treffe ich halt einen anderen Spieler. Oder mich, und ich bin die raus. Sache ist, das hat ja tatsächlich keine Bedeutung, wenn du keine Fertigkeit drin hast. Stimmt, und das hast genau. Du nicht, dann haben wir nur also einfach 3W6. Genau, ich versuche das Glas halt ihm an den Kopf zu werfen von oben. Es zerschellt neben ihm am Tisch und naja, Scherben springen in alle Richtungen. Du hast ihn nicht am Kopf getroffen, aber eine Scherbe trifft ihn an der Hand und darauf guckt, wer wirft hier mit Biergläsern? Und, aber Shane so halb vergessen zu haben scheint. Was möchte denn Sam machen, der reingestürmt kommt, als er hört, dass jemand offensichtlich jemandem, der mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dein Bruder ist, den Kopf auf den Rücken drehen will? Ich schießen! Da dann schon das Bierglas. Du oder, möchtest ein leeres Glas werfen oder ein volles? Nee, ist da dann schon das Glas runtergefallen und dann kommt der Stein? Ja. Du siehst oben George, der so knapp das Ziel verfehlt hat. Dann pfeife ich auf zwei Fingern. Mhm. Ich war's. Und jetzt? Oh nein. Oh. Eben war es der alte Mann, dem kann da was aus den Händen gleiten. Er steht ja schon, er schiebt jetzt den Tisch mit erstaunlicher Stärke beiseite, inklusive der Stühle. Die anderen sind alle schon aufgesprungen und Shane mit seinem Stuhl auch beiseite und kommt auf dich zu. Happy Armstrong lässt sich nicht einfach von irgendeinem Landei ein Glas an den Kopf werfen. Nicht? Sah ganz anders aus. Er springt dir entgegen und versucht, dich niederzurängen. Das ist der Moment, wo ich versuche, irgendwie einen Schritt zur Seite zu machen, damit er irgendwo dagegen knallt. Ja. Es gibt nicht per se, weil normalerweise ist es ja rein taktischer Kampf, es gibt nicht per se sozusagen Nahkampfregeln und dergleichen, sondern du kannst, wenn dann vielleicht Nahkampf einsetzen in einem taktischen Kampf. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, du versuchst, dich elegant zur Seite zu drehen und wir schauen mal. Ob das was wird. Moment, du bist athletisch. Bup. Ja, ich glaube, das können wir gelten lassen. Das heißt, du darfst deine Wendigkeit addieren. Klackidi-klack. Und auch noch ein Pasch. Ja, du drehst dich sauber zur Seite, trittst ihm nochmal von hinten gegen die Achillesferse, so einen leichten Tippen deiner Stiefel. Schick wär's, wenn er dann durch die Tür gleich weiter hinausfliegen würde. Also er läuft mit dem Gesicht erstmal gegen den Türpfosten und taumelt dann seitlich nach draußen. Das ist auch okay. Dann gibt's eben den Tritt, dass er wirklich draußen ist. Sehr gut. So. Wollt ihr weiterspielen? Ich glaube, einer ist rausgeflogen. Okay. Damit drehe ich mich um und gehe dann wieder mit einem leisen Pfeifen auf den Lippen nach draußen. Draußen liegt er im Dreck und versucht sich wieder aufzurichten. Hinter dir kommt Phyllis aus der Tür gerauscht, die einen kleinen Damen-Derringer in der Hand hält und sie jetzt auf den richtet, der am Boden liegt. Ich stehe mit verschränkten Armen daneben, schaue kurz auf ihr Pistölchen, schaue zu ihm runter. Sie wirkt aber durchaus, als könnte sie damit umgehen. Er schaut hoch, sieht sie. Mit dem kleinen Peashooter. Und wird erst sehr rot und dann sehr blass. Und sieht, na? Also, Entschuldigung. Schön, du bist raus. Dann guckt sie. Dankeschön. Ma'am, es war mir eine Ehre. Ich könnte vielleicht noch ein paar kräftige Leute gebrauchen, die solche Leute rauswerfen. Nicht, dass ich sie hätte, aber sie waren schneller. Nicht, dass ich es mit Kraft machen würde, aber ja. Sehr gut. Das war das letzte dramatische Ereignis an diesem Abend. Stück für Stück steigen die Leute aus. Aber Shane hat sich zumindest genügend an Geld erarbeitet, um am nächsten Tag den erhöhten Einstieg für die erste Runde von $15 leisten zu können. $15? Ja, $15. Aktuell hast du... Kein Mensch hat $15. Was wir davon für Bohnen kaufen können. Und Bier. Bohnen und Bier und Ställe. Wir könnten jede Nacht im Stall, in einem Stall schlafen. Jede Nacht.
Das aktuell ist der hast American du noch ein bisschen verlieren, ein bisschen gewinnen, tatsächlich $35 in der Tasche. Du hast sehr lange schon nicht mehr so viel Geld auf einen Haufen gesehen. Boah. Ja. Ihr könntet vom Stall ein Upgrade machen, wenn ihr wolltet. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht im Stall, ne? So ein bisschen unter dem Radar. Wir gehen nicht ins Hotel. Du wirst alles setzen. So kenne ich dich gar nicht. Die Spielsucht. Passive Spielsucht hat mich ergriffen. So ein Leuchten in den Augen. Geh auf Risiko. Ja, okay. Alles, all in. Das ist deine Chance. Ich habe ein gutes Gefühl. Abgesehen von den Kerlen, die da auf uns lauern werden. Aber ich glaube, du hast wirklich eine Chance, Junge. Du hast das heute echt gut gemacht. Ja, bis auf den Typen, den du da irgendwie bis aufs Blut gereizt hast. Was hast du denn gemacht? Alles Teil meines Pokerspiels. Ah, ist das so? Nichts, was ich tue, ist nicht geplant, mein Bruder, das weißt du. Nein, das weiß ich nicht. Du hast das wirklich gut gemacht. Am Nachbartisch, ich beschreibe den einen, der geschummelt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie der aussah. Wenn du auf den triffst, solltest du aufpassen. Der hält was im Ärmel bereit. Wahrscheinlich auch am zweiten Tag. Ich werde ein Auge besonders auf ihn haben. Dankeschön. Onkelchen? Ja? Hast du so einen Typ mit Schweinsaugen gesehen? Hab ich. Marie? Ja, das würfeln wir ihm aus. Ah. Oh ja, hast du. Der saß am selben Tisch wie der, der betrogen hat. Ja, hab ich. Wieso? Ich hatte eine Unterredung mit einer Ma'am und sie hat gemeint, also ich bin mir relativ sicher, dass ein Kopfgeld auf den ausgesetzt ist. Also wenn du gegen den spielst, Shane, halt die Karten eng bei dir. Soll ich ihn wieder reizen? Dann kannst du nochmal jemanden aus dem Saloon treten. Eindrucksvoll übrigens, wie ich gestehen muss. Danke. Vielleicht können wir ihn der Kopfgeldjägerin ausliefern. Und den einen nimmst du raus, weil er falsch spielt. Zum richtigen Zeitpunkt, es wären zwei weniger. Kein Problem. Aber erstmal müssen wir uns ausruhen, ja? Wir haben morgen einen sehr anstrengenden und langen Tag vor uns, ich zumindest. Geht das Turnier wieder abends los? Nee, das geht tatsächlich dann schon vormittags los. Wusste ich's. Je nachdem, wie schnell die Leute aussteigen, geht's noch einen Tag weiter oder wird an dem Abend zu Ende gehen? Okay. Ich würde dann vielleicht mit der Kopfgeldjägerin zusammenarbeiten? Ich meine, sprech sie an drauf, wenn sie zusammenarbeiten möchte. Klar, warum nicht? Ja, je mehr wir rausnehmen können, desto höher ist die Chance, für unseren Jungen hier zu gewinnen. Das denke ich auch. Da geht's mir gar nicht ums Kopfgeld. So kennen wir dich. Apropos ihr Jungen, haben die schon was berichtet? Ich habe gehört, ihr habt da zwei angeheuert. Wir sind schon auf dem Heimweg, oder? Also das hört jetzt keiner von den Leuten. Ja, okay. Ihr seid auf dem Weg zum Stall. Gut, ja. endlich wieder Stall. Was vielleicht bedeutet, dass sie sich heute noch nicht auf die Lauer gelegt haben und dann erst morgen oder übermorgen. Der Stall kommt in Sicht und ihr seht euren Ansprechjungen auch neben der Tür, die zu der Leiter hoch zum Heu. Die lange Leiter hoch, Boden das führt wieder so weh im Knie. Der lehnt da, kaut auch auf einem Strohhalm herum. Audi. Hey, die betrinken sich. Ich glaube, die sind heute Abend kein Problem mehr. Die betrinken sich. Ja. Nein, nicht das, was du jetzt vielleicht denkst. Ich möchte nicht mittrinken, aber Alkohol lockert die Zunge, bekanntermaßen. Ich gucke in die Runde und ich hoffe, die beiden wissen, was ich meine. Fragender Blick. Was? Geht heute Abend saufen? Oh, endlich. Das machen wir also mit dem Dollar. Ich hasse diese Familie. Okay. Ich kann dir nicht ganz folgen. Siehst vielleicht die leere Prärie in seinen Augen vorbeiziehen. So genau. Tumbleweed. Ja, genau. So. Vielleicht können wir uns mit denen mal unterhalten. Und ein du bisschen meinst was unterhalten? Ja, vielleicht auch erstmal ohne Knarre. Ich weiß, ich bin hier der am wenigsten Knarrenbenutzende von uns dreien, aber das führt auch manchmal zu einer Lösung. Junge, sind das immer noch vier oder sind das mehr geworden? Sind vier. Soweit kann ich zählen. Immerhin.
Wie, oh. Ich hab, oh. Hat ja, er Schmerzen? Häufiger. Sprich deutlich, ich schlage mir den Nacken. Du sollst dich nuscheln. Danke, danke. Ich weiß nicht, wie sinnvoll der Plan ist, aber ich habe einen Plan. Ja. Angenommen, unser neuer Teampartner hier, ich zeige auf den kleinen Jungen, würde einen von denen ein Bier über den Schoß kippen, verärgern und die nach draußen locken. Wie sinnvoll wäre es, den sich hier mal gegen die Wand zu drücken und Informationen aus ihm rauszupressen? Nicht ich, ich werde am Tisch gesehen, aber vielleicht kann einer von euch eine Maske aufziehen, wird nicht erkannt und kann was rausfinden. Eine Maske. Ich werf die Idee in die Runde, was ihr draus macht. Was machen wir danach mit ihm? Laufen lassen, dann berichtet ihr den anderen davon. Kaltstellen? Ich meine, der Fluss ist nicht weit weg. Na. Zu riskant so früh? Was meint ihr? Erst einmal hat sich der Junge einen weiteren Dollar verdient. Ja. Was? Ja, Junge. Ja, Sam hat recht. Du hast dir noch einen Dollar verdient. Wir sind gnädige Herren und ich gebe ihm so einen, so einen Dollar. Wir haben gesagt, ehrliches Geschäft. Dafür kippe ich auch jemandem Bier über den Schuss. Ja, nee, Moment, halt, stopp. Die Frage ist, machen wir das? Oder setzen wir uns vielleicht selber erstmal in die Runde? Ich glaube, es ist ein Abend zu früh, oder? Mhm. Ja, okay. Dann sehen wir uns morgen, Mister. Ist okay, tschüss. Und denk dran, wo die herkommen, sind noch mehr. Und immer bitte und danke sagen. Ich weiß und ich mag euch, deswegen behaltet ihr sie auch. Guter Junge, guter Junge. Mal, ob mein Messer noch da ist. Nein, er hat nichts geklaut. Okay. Also nichts, was du sofort sagst. Das ist ein guter Junge, das ist ein guter Junge. Hat bisher nur ein schlechtes Leben gehabt. Davon will ich euch bewahren, wisst ihr? Ja. Darum auch nochmal Schule, nicht wahr? Falls ihr nicht noch vorhabt, diese Nacht interessante Ausflüge zu unternehmen. Ich glaube, also ich glaube mal, Shane muss auf jeden Fall morgen früh ausgeschlafen sein. Ja, ich würde vielleicht echt ein bisschen ausschlafen, aber die Frage ist, möchtet ihr noch euch an die Runde mit denen setzen? Boah, ich glaube, es ist zu früh. Gucken, ob die halt wirklich einfach was erzählen. Ich glaube, dass es zu früh ist. Ich würde lieber eine Nachtwache halten. Das ist gut, wir wechseln uns ab. Okay. Du kannst schlafen, Shane, und Sam und ich wechseln uns ab. Ja. Weil nicht, dass sie auf die Idee kommen, den armen Milchbubi rauszukicken, indem sie ihn einfach in der Nacht verprügeln. Ja, also ich bin mit der Arbeitsteilung einverstanden, so ist nicht. Ist ganz okay. Ja. Gut, dann mache ich eine Dose Brunnen auf und... Wie immer. Die Nacht ist gerettet. Ohren und Chill. Das heißt, ihr teilt euch die Nachtwache. Brunnen, ich würde mich als zuerst hinlegen. Und würde die zweite Wache übernehmen, denn ich wach sowieso immer früh auf. Man braucht im Alter nicht mehr so viel Schlaf. Bin dann gern mal um 4 wach. Der Vorteil ist ja, dass wir oben eine Leiter haben, über die erstmal jemand hochkommen muss. Genau, es sei denn, sie stecken einfach den Stall in Brand. Dann ja, dann sind wir eh verratzt, aber... Tatsächlich, noch während Sam Wache hält, hörst du unten sich leise die Tür bewegen. So. Ja, ich... bleib oben wahrscheinlich gegen den Stützbalken oder sonst was gelehnt, Hut ein bisschen runtergezogen, aber meine Hand schon auf dem Revolver. Und dann... kurzes leises Knacken beim Entsichern. Das geht ein bisschen unter dem leisen Knacken und Knarzen von der Leiter, als sich jemand hochbewegt. Und dann siehst du erst eine Hand, die oben über die Kante kommt, die einen Totschläger hält, also einen mit einem schweren Gewicht gefüllten kleinen Sack. Und dann sich hochzieht und dann siehst du so den Kopf von jemandem langsam über die Kante, der direkt in den Lauf von deinem Revolver schaut. Kurzes Schnipsen, den Hut ein bisschen höher. Howdy, Partner. Er ist so cool. Unfassbar cool. Ich hab mich wohl geirrt. Aha, komm mal hoch. Alter Stall. Ich möchte mich auch mal irren. Er kommt langsam hoch. Wer ist es? Du meinst ihn an einem der Spieltische gesehen zu haben. Mhm. Aber nicht als Spieler, sondern als einer, der immer mal regelmäßig mit einem von denen konferiert hat. So ein Sidekick. Glaubst du würdest vermisst werden? Ja. Wirklich? Ja? Ach, setz dich doch erstmal her. Setz dich langsam hin. Ihr seid gute Jungs.
Du hast aber ein nettes Geschenk hier. Zeig mal her. Hey, nichts für ungut. Ich sollte dem Kleinen nur ein paar verpassen. Also nicht so, er dauerhaften Schaden davonträgt, weißt du? Weißt du, was dauerhaften Schaden davontragen würde? Ich, wenn du abdrückst. Ja, zum Beispiel. Schau mal die Hände von meinem Onkel an. Schlaf ich diese noch? Bratpfannen. Achso, genau, ich schlaf. Ja, so den Kopf wahrscheinlich auf diesen Bratpfannen, so die auf den Pranken legt. Ihr sollt nicht fluchen. Weißt du, was passiert, wenn ich den jetzt wecke? Dann furzt er noch lauter als nur im Schlaf? Glaub mir, das wird dann dein kleinstes Problem sein. Okay. Wir sind beide... Wir haben quasi doch den gleichen Job. Richtig? Wir halten beide unserem Spieler jeweils den Rücken frei. Oder? Oh. Rudi, ich will sie ins... Wie regeln wir die Situation? Der einzige Unterschied ist, du taugst nichts. Oder dich den Leiter. Weißt du, ich gebe dir einen Tipp. Du gehst jetzt zu deinem Partner. Du überredest ihn, dass er freiwillig rausgeht. Und dann vergessen wir alles, was passiert ist. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass deine Beine schneller sind als eine Kugel. Ich gebe dir einen Bonus auf die Probe, weil das eine sehr schöne Performance war. Absolut. Dankeschön. Doppel-6. Läuft. Der wird sowas von aussteigen. Und außerdem verpasse ich diesem Jungen noch einen, der behauptet hätte, dieser Shane Tucker würde hier oben alleine schlafen. Kleines Arschloch. Ups. Blöd gelaufen, ha? Passiert. Man kann niemandem mehr vertrauen hier. Hätte ich mir mehr Geld zustecken sollen. Dann vielen Dank für das Einen schönen Abend Geschäft. Und danke für das Geschenk. Bald. Er klettert die Leiter wieder runter. Guten Abend noch. Ein Klicken beim Sichern der Waffe. Was sagst du, George, wenn du ihn wächst für die Wachübergabe? Ja. Onkelchen, ich habe ein Geschenk für dich. Lass meine Knochen knacken. Oh. Was, Junge? Ein Geschenk. Wir hatten Besuch. Was? Ich lasse den Totschläger vor allem auf den Holzboden fallen. Wir hatten Besuch heute Nacht. Warum hast du mich nicht geweckt? Hatte ich alles unter Kontrolle? Oder hatte ich alles unter Kontrolle? Guter Junge, bist ein guter Junge. Ja, und wir haben einen Mitspieler weniger. Morgen nehmen wir apropos, der hat versucht, unseren Jungen zu bestechen. Der hat gesagt, dass wir nur alleine hier, also dass Shane nur alleine hier wäre. Wenn wir gerade bei guten Jungen sind. Das wird noch ein langer Tag morgen. Ich fürchte, dass noch ein paar andere Verstärkungen dabei haben. Wir müssen noch mehr rausnehmen. Wir müssen unserem Jungen da... Gott, mit seiner Seele gnädig sein. Ich blicke rüber, wie er da so sanft im Stroh schlummert. Ist er nicht niedlich? Wir müssen ihm noch ein paar bessere Chancen verpassen. Okay. Ach. Die kegeln sich doch alle selbst raus. Gut gemacht. Ich klopfe dir auf die Schulter. Leg dich hin. Ich gebe acht. Ja, noch gute Nacht, Onkelchen. Ja, dann setze ich mich neben neben die Leiter oben, drehe mir eine Zigarette, stecke die mir an, hole meinen Flachmann raus, wahrscheinlich so ein bisschen Whisky eben drin und genieße das Frühstück, wenn die Sonne dann gleich aufgeht. Bohnen? Irgendwann demnächst. Und Bohnen natürlich, ja. Aber auf nüchternen Magen kann ich keine Bohnen essen, ich brauche erstmal den Whisky. Das ist absolut nachvollziehbar. Das ist eigentlich will ich damit mein Knie einschmieren. Aber mit dem Boden oder mit dem Whisky? Hängt davon ab, wie viel Whisky er schon getrunken hat. So oder? Warum hat deine Hose immer diesen komischen Fleck? Das alte Tucker-Hausmittel. Das braune. Whisky-Boden. Der Whisky-Boden. Altes Hausrezept. Wickel, ja, gegen steife Knochen. Ja, zu deinem Glück zündest du den Stall nicht an mit deiner Zigarette. Ich dachte mir gerade so mit Feuer und Brandbeschleuniger von einem Haufen Stroh, aber alles geht gut. Ich bin nicht, keine Ahnung, wie alt ich jetzt bin geworden, wenn ich nicht achtsam wäre.
Der nächste Tag beginnt mit einer freundlichen Wärme, die in euren Heustall auch direkt reinsickert. Und goldenem Licht, das über das Tal des Yazoo Rivers rollt. Und guten Morgen, Jungs! So werdet ihr geweckt. Guten Morgen, Onkel! Manchmal verfluche ich unsere Alten dafür, dass sie dich mitgeschickt haben. Heute wird ein guter Tag. Mein Knie tut überhaupt nicht weh. Heute wird ein guter Tag, Jungs. Aufstehen! Los, ich hab Bohnen für euch. Was auch sonst. Ich stehe auf und endlich frühstücke mit meinem Bohnen. Geliebten Onkel Bohnen. Nach diesem hervorragenden Frühstück, nehme ich an, geht es zurück ins Honeydorn oder wollt ihr noch irgendwas anderes unternehmen in Vorbereitung? Ansonsten würden wir einfach direkt mit den nächsten Runden weitermachen. Ich würde einfach nur schauen, ob die Kopfgedirren sich wieder blicken lässt. Genau, die brauchen wir auf jeden Fall, um den einen rauszunehmen. Die Jungs, vielleicht sehen wir die nochmal, vielleicht können wir da nochmal kurz quatschen. Ihr seht die Kopfgeldjägerin, die lehnt an der Wand vor dem General Store, an dem ihr vorbeikommt, und löffelt aus einer Dose Bohnen. Eigentlich solltest also du mit ihr Frau, reden. Also die Frau, die du für eine Kopfgeldjägerin hältst, sagen wir es. Ja. Ich bleib mal dabei. Das macht die Sache einfacher. Seht euch, leckt ihren Löffel ab. Kurzes Tippen wieder an Hutkrempe. Ma'am? Hey. Und? Schon erfolgreich gewesen? Es wäre leichter, wenn man tatsächlich sehen könnte, dass er das tut, wofür er gesucht wird. Wofür wird er denn gesucht? Er ist ehemaliger Apotheker. Oh. Und er hat eine Reihe von Drinks. Sagen wir so, er verschreibt Leuten etwas, ohne dass sie es wissen. Verstehe. Also pass auf, wenn er euch was ins Glas tut. Danke für den Tipp. Kann ich irgendwie... Muss er auf frischer Tat ertappt sein? Nein, aber es macht es einfacher, ihn direkt mitzunehmen. Die meisten Leute... Ich meine, ich kann hier auftauchen mit einem Zettel, auf dem eine echt schlechte Zeichnung von ihm ist, und versuchen, ihn mitzunehmen. Aber es ist leichter, wenn die Besitzerin vom Saloon und alle anderen Leute dort mitspielen. Danke so. Mir liegt nichts an dem Geld von dem Steckbrief. Trotzdem, wenn Sie Hilfe brauchen, ich bin da. Ich teile aber nicht. Das ist in Ordnung. Okay. Naja. Ich habe meine Pferdchen woanders laufen. Oha, so viel genau wollte ich es gar nicht wissen. Aber dann bekommen wir ja vielleicht eine Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Wir sehen uns. Liegt zwischen den Beinen hin und her. Konzentrier dich. Schlag ihm in den Nacken. Oh! Nicht vor den Leuten, Onkel. Nicht vor den Leuten. Damit Tom nicht weiter. Ich schau ihr hinterher jetzt. Sie winkt noch, während sie wieder sich ihrem Essen widmet. Oh, das machen doch nur die Bohnen an. Wir müssen konzentriert bleiben, fokussiert, verstehst du? Im Honeydorn sind nur noch zwei Tische übrig. Genügend Leute sind ausgestiegen. Shane kann relativ schnell seinen Platz finden. Und er sitzt jetzt zusammen mit demjenigen, den du gestern ertappt hast, George, beim Betrügen. Frage. Ich drifte einfach ganz kurz rein. Haben die Pokerkarten von dem Saloon eine eigene Rückseite? Also ist die für diesen Saloon einzigartig oder sind das einfach irgendwelche Pokerkarten, was Schummeln leichter macht? Das ist ein Standarddeck. Die Rückseite ist ziemlich weit verbreitet. Ah, okay. Gut. Ja, ich nehm Platz. Und guck noch mal in die Runde. Ich habe ja eben das mitbekommen, oder? Dass sie miteinander geredet haben. Der Sam und die. Ist der dabei, der auf den Namen hört, der die Drinks so ein bisschen Also da sitzt jemand mit schütteren, dunklen Haaren, einer kleinen Narbe an der Wange und ziemlich kleinen, etwas rötlich unterlaufenden Augen, der immer wieder nervös sich an seine Nasenspitze tippt, aber sich das offensichtlich so angewöhnt hat, dass es kein zuverlässiger Tick mehr ist, sondern eher alle anderen Leute am Tisch nervt. Okay.
Verstehe. Das heißt, ich werde meine Augen auf jeden Fall neben dem ganzen Poker-Gespiele, auf den der beim Schummeln gestern ertappt wurde von meinem weisen Onkel mit den Habichtsaugen, auf den werde ich meine Augen richten und auf den, der dann gesucht wird und da vielleicht ein paar zwielichtige Dinge vorhat. Jane, vielleicht, wenn es sich anbietet und er nicht jemand anderen unter Drogen setzt, willst du es spielen? Wie du mir immer diese zwielichtigen Gedanken ins Ohr flüsterst. Ach, nicht streiten, Jungs. Das sind Verbrecher. Wir werden sehen. Gibt's an dem Tag eine Pause oder wird durchgespielt? Es wird gespielt, bis so viele Leute ausgestiegen sind, dass es nur noch ein Tisch ist. Dann gibt's eine Pause und dann geht es mit dieser letzten Runde weiter. Aber du machst das schon. Kurzes Schulterklopfen und dann gehe ich wieder vor die Tür. Okay. Dann, das Spiel läuft an. Die Frau, die möglicherweise Kopfgeld jagt, kommt auch wieder vorbei oder so. Und lehnt sich neben Sam an die Wand mit einem freundlichen Nicken. Auch ein kurzes Nicken. Und drin geht es erstmal, wie gut geht's denn los für unseren Shane? Hervorragend, ich bin mir sicher. Schon, George braucht ein paar neue Gamaschen. Ja, nein, das geht tatsächlich erstmal ziemlich gut los. Pasch! Ja, du schaffst es, über ein schlechtes Blatt hinweg zu blöffen, bis alle Leute aussteigen, die nur mittelmäßige Karten auf der Hand hatten. Dann hast du in der zweiten Runde mordsmäßiges Glück beim Eintauschen von Karten und kannst danach tatsächlich auch korrekterweise den Pot im Showdown an dich bringen. Und die Laune der Leute, die mit dir am Tisch sitzen, wird zusehends schlechter. Bis der dir gegenüber, der Joshua Jones, und den hat ja, denke ich, George auch ziemlich genau im Blick. Das ist derjenige, den du beim Betrügen schon gesehen hast. Sich zurücklehnt und so seine Schultern ein bisschen lockert, mit den Karten herumspielt. Ein leises Pfeifen von sich gibt, woraufhin jemand anders im Saloon laut hustend ein Glas fallen lässt. Mehrere Leute schauen irritiert in die Richtung und mit einem Pff passiert möglicherweise etwas mit den Karten. Ups. Habe ich, dazu sind meine Augen wahrscheinlich zu schlecht, ne? Aber ich habe jetzt nicht gesehen, welche Karte er das da reingeswitcht hat. Das können wir rausfinden, ob du das gesehen hast oder was du gesehen hast. Okay, dann möchte ich meine Augen gerne testen. Du hast ja tatsächlich Wahrnehmung. Ist ein Pasch. Möchtest du versuchen, einen davon nochmal zu würfeln, auch wenn das nicht viel verbessern würde, wenn ich mir das anschaue? Kann noch mehrere Punkte ausgeben, oder? Ja. Ich meine, ich habe 5, ne? Potenziell. Und du hast bisher noch keinen ausgegeben. Kann ich einen nach dem anderen ausgeben oder muss ich jetzt entscheiden, wie viel ich ausgebe final? Du kannst die, glaube ich, tatsächlich Stück für Stück ausgeben. Weil dann würde ich erstmal eine 1 gerne nochmal würfeln. Ist die Frage, ob man die 2 neu würfelt, um den. Wenn dann oh, mach das denn, Pasch. Oh. Aber, ja. Es kann aber nicht so irrsinnig viel besser werden, ne? Möchtest du die 2 neu würfeln oder eine 1? Ich würfel eine. Ist der Pasch so ausschlaggebend? Der macht aus einem normalen Erfolg einen sehr guten Erfolg. Aber ein Einser-Pasch ist schon kacke, sag ich jetzt mal so. Okay. Ich würfel erstmal die 2 neu. Uah, sehr gut. Hey, das ist eine 2. Ich glaube, ich breche. ja, gut. Dann lass doch einfach mal stecken. Ja, okay, dann muss ich das gleich gessen, aber ist okay. Dann. Bisschen Kohle hast du ja noch. Hoffentlich eine weitere. Ja. Dann werde ich aber nicht merken, was er jetzt für eine Karte hat. Ich habe nur gemerkt, er hat Karten da reingeswitcht, ne? Du hast überhaupt nichts gemerkt. Du hast dich umgeschaut, als das Bierglas zerschellt ist und guckst wieder hin und erscheint die ganze Szene unverändert. Stellen wir uns das so vor. Okay. Aber ich bin sicher, dass George sicherlich das eine oder andere mitbekommen hat, oder? George hat es mitbekommen, ja. Der beobachtet das von oben und der hat den ja quasi schon auf dem Kieker. Wenn ihr jetzt nur ein Signal ausgemacht hättet. Na, theoretisch kann er ja selbst runterlatschen. Und Phyllis was sagen. Was will George tun? Shane hat ein gutes Blatt und fühlt sich sicher. Und geht in der zweiten Sätzenrunde tatsächlich auch zufrieden mit.
glaube, ich halte mich nochmal zurück. Es läuft gerade gut bei ihm. Ja, sehr überraschend legt dann im Showdown der Joshua Jones einen Vierer hin und streicht den Pott ein. Mit einem zufriedenen Grinsen. Sachen worauf Shane noch genügend Kohle hätte, um einmal nochmal den Einstieg zu bezahlen. Ja, muss ja, ne? YOLO. Ja. Wir hätten ganz ehrlich, ein Eulenschrei im Saloon, den kann nur George. Oder einfach so husten, ich hab gute Jungs. Oder den Bären nachmachen, der seine Uhr hat. Die Bärenfalle, ja, genau. In dieser Runde kriegt Shane ein mittelprächtiges Blatt auf die Hand. Willst du nach der ersten Runde Karten tauschen? Ja. Und danach ist es etwas schwächer. Okay. Rings um dich herum steinerne Minen. Gut. Vielleicht. Ich glaube, ich. Ich weiß, dass er jetzt quasi alles gesetzt hat, was er noch hat. Mhm. Also, das ist nicht gut. Und er hat offenbar, also so gut kenne ich ihn, dass es für mich so aussieht, als sei er unzufrieden. Der Mann mit den Schweinsäuglein richtet sich auf, legt seine Karten erstmal kurz ab. Drinks für alle meine Freunde, bestellt er, und einer von den Angestellten eilt zur Theke und macht sich dort an mehreren Gläsern zu schaffen. Das hört selbstverständlich draußen auch Sam. Ist ja nur so eine Flunk-Flunk-Tür. Kurzer Blick zur Frau neben ihm. Showtime. Und sie geht mit dir mit rein, behält die Szene im Auge. Mhm. Es wird dann von dem Angestellten ein Tablett gebracht und vor jedem sorgfältig ein Glas abgestellt. Wobei er kurz Blickkontakt mit dem hält, der da sitzt. Und der, als der Angestellte bei Shane ankommt, so ein kleines Nicken macht und ihm dann eins von den Gläsern gezielt hinstellt. Oh, wir sind also Freunde. Spreche ich den an, der die gerade ausgegeben hat. Das hoffe ich doch. Ja, dann vielen Dank. Und das Getränk habe ich erstmal in der Hand, nur. Er schaut da aufmerksam drauf. Ich schaue in die Runde, wie die anderen so ansetzen. Die anderen wirken unbekümmert. Ich bin ja neu hier. Ich bin deswegen, das hat mich mein alter Vater immer zu Hause gelehrt. Ich soll vorsichtig sein. Kurz oben, sorry, ich kann's. Ich soll einfach sehr vorsichtig sein. Und wenn wir doch so gute Freunde sind, hättest du was dagegen? Einfach nur, weil, um mich ein bisschen zu beruhigen, ich möchte ja auch mein Poker-Debüt hier jetzt nicht versauen. Wollen wir die Getränke tauschen, vielleicht? Nicht, dass ich misstrauisch wäre, aber ich möchte gerne Fremden vertrauen. Nur, du weißt, wie die Prärie so ist, ne? Der wilde Westen. Mhm. Du versuchst ihn davon zu überzeugen, dass er das tun sollte. Also ich möchte ihn davon überzeugen, dass wir die Gläser tauschen. Damit er vielleicht nicht aufliegt oder so, keine Ahnung. Tja, das ist eine 19 mit einem Viererpasch. Dem rinnt so ein einzelnes Schweißtröpfchen an der Seite herab. Ja, natürlich. Sicher. Und er tauscht mit dir das Glas. Auf Freundschaft? Auf dich! Prost! Und dann, während alle anderen ihn verwirrt oder das neugierig ansehen. Moment, trink doch mit mir. Trink doch auf die gewonnene Hand von dir eben. Prost, trink doch. Prost. Und es trägt tatsächlich dann jetzt das Glas aus. Leise Summen auf den Lippen, klimpernde Das Sporen. Wetten geht um den Tisch, ja. Fold knallt seine Karten auf den Tisch, steht auf und geht in Richtung, naja, wo man hingeht, um sich zu erleichtern. Oh, ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Schade. Kann man jemand nach ihm sehen vielleicht? Ich nicke knapp. Was macht George? So eine Männersache. Du behältst die Truppe im Blick?
Ja, ich überlege noch. Die Runde wird ja noch weitergespielt. Also du, das habe ich ja mitbekommen, Shane, du hast ja kein gutes Blatt. In der Tat. Und du siehst, dass der Betrüger auch tatsächlich wieder ansetzt mit den Bewegungen. Okay. Achte ich immer noch darauf? Dieses leise Zucken der Schultern. Bekommt er das mit? Wahrscheinlich weniger. Sehe ich das? Du siehst das. Ich habe gerade für dich gewürfelt. Okay. Und wir können noch mal würfeln für Shane. Dann gehe ich langsam runter. So völlig unbedarft zwischen den Tischen durch. Shane sieht das sowas von. Du kannst du bist kennt den Trick. Ich glaube, du kannst dir sogar mal relativ sicher sein, welche Karten er gegen welche tauscht. Okay. Okay, das heißt, ich weiß jetzt potenziell, welche Karte zu viel im Blatt ist. Ja. Also im Deck. Im Deck. Es gibt wahrscheinlich Dealer an jedem Tisch, oder? Die Karten austeilen. Oder? Nein, tatsächlich fängt einer damit an, auszuteilen, bis geklärt wird, wer der erste Geber ist, und danach wird drei umgegeben. Das heißt, ihr habt keinen neutralen Dealer am Tisch. Okay, spannend. Aber es gibt schon jemanden, der aufpasst, dass nicht geschummelt wird. Nein. Da saßen ja. Ich. Ach nein. Nein. Okay. Das wird im Notfall geregelt, indem man aufspringt und aufeinander schießt. Ich bin jetzt impulsiv. Ich würde einfach. Ich gehe runter, gehe so zwischen den Tischen durch, ich ziehe halt so ganz langsam mein Messer und will das dem Falschspieler halt durch die Hand in den Tisch jagen. Wechseln wir kurz zu Sam, der unbekannten Frau und dem Apotheker. Ihr seht, wie der tatsächlich sich um die Ecke biegt, dort wo also hinten rausgeht und sich anfängt, sich den Finger möglichst tief in den Rachen zu stecken und versucht offensichtlich. Ich stelle mich neben ihn, wieder so das leise Knacken von der entsicherten Knarre. Na, geht's nicht so gut? Er schaut mit dem Zeige- und Mittelfinger tief in seinen Rachen geschoben zu dir hoch. Nimm doch mal die Hand aus dem Mund, das gehört sich nicht. Ich habe vielleicht was Falsches gegessen. Oder getrunken, ha? Also es wäre mir sehr recht, wenn ich das jetzt... Was soll denn das hier überhaupt? Er lehnt sich gegen die Wand. Ach, wir haben doch alle Zeit der Welt, oder? So ein bisschen falsches Trinken, das hat noch niemanden umgebracht, oder? Umgebracht sicher nicht. Ha. Blöd, wenn man Getränke puncht, oder? Das ist natürlich, das ist also ein echt beschissenes Etablissement, dem sowas passiert. Also, ich habe jetzt so einen Vorschlag. Du gehst zur Tür, du sagst, du scheidest aus, weil es dir nicht gut geht. Dann lasse ich dich übergeben. Und dann, ich habe da eine gute Freundin, die kann dir sicherlich eine gute Unterkunft besorgen, wo du dich ausschlafen kannst. Wenn nicht, dann gehe ich gleich rein und sage, du bist ein Betrüger, du bist ein Apotheker und du hast versucht, meinen Bruder zu vergiften. Such's dir aus. Ich mag die Performance, deswegen gebe ich dir einen Bonus drauf. Und abgesehen davon hast du 3x3 gewürfelt. Er nickt. Ich erledige schnell. Ich komm mit. Stößt wieder rein. Wechsel zu George. Du möchtest dem dein Messer in die Hand rammen. Genau. Meine Intention ist, sein Tun aufzudecken, damit seine Hand nicht nochmal irgendwie Karten verschwinden lassen kann. Und B, glaube ich, ich bin jetzt nicht sonderlich intelligent, also mein Charakter. Beruhigend. Wird das wieder falsch zitiert. Ich glaub mein Charakter, dass dann die Runde neu gespielt werden muss. Mhm. Bei so einem Zwischenfall. Und dass dann Shane wieder eine neue Chance hat. Denke ich. Keine Ahnung. Also das ist das, was George denkt. Du stichst mit dem, irgendwas muss er auf dem Begriff passieren, du stichst mit dem Messer zu, du verpasst ganz knapp die Hand, stichst aber durch seine Karten durch und er reißt erschrocken den Arm hoch und es flattern noch zwei weitere aus seinem Ärmel, wo er offensichtlich dafür einen Mechanismus angebracht hat. Das war noch cooler als durch die Hand. Währenddessen kommt gerade Sam wieder rein und der Mann mit den Schweinsäuglern stolpert in den Raum, ungeachtet der Tatsache, dass jetzt alle Blicke in Richtung zu dem Betrüger gehen und du unter dem Tisch hörst, wie mehrere Leute den Hahn von einem Revolver spannen, brüllt in den Raum, ich steige aus, mir geht's nicht gut! Und sich dann sehr schnell wieder umdreht, um rückwärts aus dem Raum zu wanken. Guter Junge, guter Junge. Phyllis schaut sich etwas verwirrt um. Ein kurzes Schulterzucken,
es geht ihm halt nicht gut. Dann verschwinde ich wieder nach draußen. Und das hier ist offensichtlich ein Betrüger. Das ist ein Betrüger. Mhm. Ich ziehe das Messer wieder aus dem Tisch raus, pack ihn, schüttel ihn, so wie es mein Jungs auch kennt. Jetzt gehört er auch zur Familie, auch ein Mensch. Seine Zähne klappern aufeinander, als du ihn mit deiner Bärenstärke durchschüttelst. Ein Fallspieler, wie? Da, wo ich herkomme, verfüttern wir euch an die Kojoten. Ich halte ihm das Messer vors Gesicht. Wie sieht's aus? Steckst du aus? Wir haben hier einen Fallspieler. Jetzt sind schon mehrere Leute aufgestanden. Interessiert offenbar keinen. Nein, die schauen alle in eure Richtung. Und du siehst auch, dass tatsächlich mehrere Waffen in den Händen von Leuten sind. Gehst du? Ich habe einen. Ich finde, er sollte besser rennen, sagt Phyllis. Knack. Er dreht sich um, stürmt an dem Tisch vorbei, rennt raus, mehrere Leute hinterher, er hört draußen noch ein paar Schüsse. Und offensichtlich wird er mit mehreren Kugeln verjagt von der Szene. Ich stecke mein großes Messer wieder weg. Fallspieler hier. Wollen wir nicht sehen hier. Hier wird ehrlich gespielt. Ich nicke meinem Onkel zu. Und das gilt auch für dich, junger Mann. Ich kenne dich zwar nicht, aber... Wer auch immer du bist, aber spiel richtig. Es gilt auch für dich, sage ich. Keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Phyllis schaut sich um. Pause. Damit sind wir nur noch 7 Spieler. Glückwunsch, Neuling. Ja, so landet der Bubi am Finaltisch. Ich zwinkere ihr zu und gehe an die Bar. Sie schaut fast ein bisschen mitleidig auf das Zimmer. Draußen hört ihr lauten Protest und Sam sieht dann durch die Tür draußen die Frau mit eurem Apotheker, dem sie Ketten angelegt hat und Schellen um die Hände vorbeigehen, die dir noch einmal freundlich zunickt. Ma'am. Ja. Möchtet ihr in der Mittagspause noch irgendwas machen? Also jetzt ist gerade nur noch Clifton und die Frau drin, die wir kennen, nicht wahr? Und der mit der Bande. Clifton, Phyllis, der Bully. Bully, ja. Und noch 4 weitere Leute, 3 weitere Leute, die dir nichts sagen. Nur named NSCs. Das sind die in dem Anime ohne farbige Frisuren. Ja, wollen wir in der Mittagspause... Ich würde sagen, ich nicke George zu und versuche ihn mit Augenbewegung darauf aufmerksam zu machen, dass wir vielleicht nochmal uns draußen treffen. Vor dem Saloon. Ich hoffe, er versteht es, ansonsten winke ich halt irgendwann. Und dann könnten wir uns nochmal draußen kurz zusammenschließen. Köpfe zusammenstecken, ja. Dort kommt dann auch tatsächlich euer Junge, dessen Namen ihr immer noch nicht erfragt habt, auf euch zugeschlendert. Hey, hey! Ah! Die haben sich jetzt in jeweils an bestimmten Plätzen bereit gemacht. Wir scheinen irgendwie auf ein Signal zu warten. Das haben wir uns ja gedacht, nicht wahr, Jungs? Sind die gut sichtbar, die Leute? Also davon, wo aus wir jetzt stehen? Oder halten die sich noch versteckt? Die sind aktuell noch nicht sozusagen auf die Aussichtsposten, die sie ja ausgekundschaftet haben, geklettert. Aber du siehst einen von denen seitlich an der Tür der Kirche lehnen. Ohne dass er so wirkt, als habe er vor, tatsächlich dort in den Gottesdienst zu gehen. Ist es bei den 4 Hunden geblieben, Junge? Es sind 4 geblieben, ja. Gemacht. Mein Vorschlag wäre, ich gehe zu diesem einzelstehenden Haus. Ich kletter schon mal von hinten hoch. Und warte, bis der andere kommt. Dann lasse ich ihn signalisieren, dass er da ist. Und dann übernehme ich seinen Posten. Das ist gut. Das ist ein guter Plan, Junge. Aber dann bist du zu weit weg von dem restlichen Geschehen. Lass mich hochklettern. Mit meinem Messer kriege ich ihn schon klein. Und hier unten bist du besser aufgehoben mit deinen Revolvern. Ich hatte mir nur ein bisschen Sorge gemacht. Ja. Um den armen Mann. Aber ich weiß nicht, ob ich die Leiter hochkomme, aber du hast ja noch ein bisschen Zeit. Genau, den Typen wegmessern ist kein Problem. Das Leiterklettern kann ich nicht garantieren. Das heißt, George geht auf dem
Lass uns doch mal wieder einen Blick. Ich denke, das macht, wenn du... Ja, du hattest ein Gewehr, George, ne? Ja, was hab ich denn, Maria? Hattest du ein Gewehr als unser Onkel George, Tracker? So Fernkampf? Ich finde, dass ihr könntet unter euch dreien ein Gewehr haben. Okay, und Sam hat Revolver. Sam hat sogar zwei Revolver, der kann nämlich, hat nämlich die Sonderfähigkeit, zwei Leute auf einmal zu erledigen. Akimbo. Ja, also ich brauche von mir aus keine Waffe. Das Gewehr kann George haben. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner Derringer oder so. Und am Tisch einfach abfeuern, wenn die Situation eskaliert oder einen kleinen Revolver halt, ja. Habe ich sowas? Kein Pea-Shooter. Okay, cool. Stimmt, ja klar. Ja, natürlich habe ich sowas. Das heißt, dann, George möchte hier auf das Dach klettern. Ja, dann messer ich den weg lautlos. Lass ihn doch signalisieren, dass er jetzt oben ist. Mhm. Die werden sicher irgendein Signal ausgemacht haben. Die keinen Verdacht schöpfen. Ja. Ein Ruf der Eule kann ich auch. Brauche ich den nicht. Easy. Tja. Ja, und dann nehme ich mit dem Gewehr, habe ich ja dann eine Waffe mit Reichweite und kann dir dann drüben vielleicht noch helfen. Aber ich glaube, du bist vom Salou besser. Dann kannst du die anderen dann mit deinen beiden Revolvern bestreichen. Okay. Weil da hinten wärst du zu weit weg. Wir müssen aber auf jeden Fall, wenn du gewinnen solltest, Shane, hinten durch die Küche durch. Ja. Weil damit schirmen wir uns gegen die Kirche erstmal gut ab. Genau. Und unter Umständen auch von dem Haus da unten. Da muss nur der vom Dach weg, der beim Salon ist. Gut zu wissen. Ja. Das heißt, wenn ich flüchten muss, dann hinten durch die Küche. Ja. Ja. Das einzige Problem ist halt, dass du dann den Rest wahrscheinlich alleine machen musst, beziehungsweise, nee, du, Sam, kannst ja auch noch bei ihm im Salon sein und wenn es dann darum geht... Ja, ich begleite ihn dann eh raus. Genau. Ich muss ja den Weg zur Not freischießen. Genau, ich werde wahrscheinlich noch diese Runde auch im Salon bleiben und dann vom Finale muss ich halt rausgehen, um in der Nähe zu sein, denke ich mal. Ja. Gut, merken wir uns das. Dann, die Runde geht weiter. Mhm. Dann stelle ich mich an die Bar und schlürfe mal ein Bier locker vor mich hin. Es läuft per se. Wie läuft es denn? Hervorragend, sage es doch einfach. 3-1, ich sehe sie kommen. Es läuft okay. Nach ein paar Runden sind zwei weitere Leute ausgestiegen. Du sitzt mit Phyllis, Clifton und Bully und noch einer weiteren Person am Tisch und hast ein relativ gutes Blatt in der Hand. Schaust dich so ein bisschen um. Möchtest du das versuchen noch zu verbessern? Versuchst du irgendwie die anderen zu beeinflussen? Unterliegst du vielleicht der Versuchung, Falschspiel zu betreiben? Kein Falschspiel. Ich bin gerade richtig stolz auf mich, dass ich so ein bisschen ohne Falschspiel diesmal so weit gekommen bin. Ich habe die ja schon so ein bisschen analysiert und ich möchte die gerne ein bisschen aus der Reserve locken, indem ich sage, weil ich werde meinen Spitznamen jetzt einfach aus Ärgergründen, sag ich mal, behalten, von wegen, da hat es doch der Bubi tatsächlich durch ein bisschen Anfängerglück hier in die große Runde geschafft, in die finalen 5, wa? Spannend. Meint ihr habt eine Chance? Tatsächlich siehst du, wie bei Bully so eine Augenbraue zuckt. Phyllis und Clifton wirken relativ ruhig. Die letzte Person gibt ein ärgerliches Schnauben von sich. Ich glaube nicht, dass du noch eine Chance hast, länger als eine weitere Runde dabei zu bleiben. Oh, Bully. Warum? Hast ich glaube, du hast dein Glück ausgereizt. Hast du auch zwei Karten mehr als wie der Typ da drüben eben gerade an dem Tisch? Oder warum? Das habe ich nicht nötig. Oh, okay. Na dann, werden wir mal sehen. Bist du immer so dreist zu älteren Leuten? Naja, wenn ich es mir erlauben kann. Ich bin ja gar nicht da. Und der Onkel. Und ja, ich würde... Er tut das Bein wieder weh. Wenn ich gerade dran bin mit Betten, würde ich halt jetzt... Ja, ich mache ihn nervös. Ich gehe... Kann man da auch hingehen? Ich weiß nicht, wie die Art von Poker gespielt wird. Man machst dann einfach wahrscheinlich und dann spielst du einfach, ne? Du kann, also bis die erste eine Bet setzt, kann man einfach weitergeben. Okay. Sobald eine Bet gesetzt ist, muss man halten oder kann erhöhen. Nach dem dritten Erhöhen ist es vorbei. Ja, okay, wie üblich dann. Ich erhöhe einfach nochmal. Mhm. Die Augen von Bully werden sehr schmal. Fülle sagt neben dir ganz entspannt, fold. Man steigt erstmal aus. Du scheint sich da irgendwie nicht so dran zu stören.
Und dann steht Bulli auf, haut seine Karten auf den Tisch. Setzt sich dann wieder hin, legt die Hand drauf. Er macht dann die nächste Steigerung mit. Danach schließt Clifton ab und im Showdown wird aufgedeckt. Und du merkst, dass du tatsächlich knapp das beste Blatt in dieser Runde hast. Chaka! Bulli hat ganz offensichtlich nur geblufft, beziehungsweise er hatte so ein mittelprächtiges Blatt und hatte gehofft, dass du bluffst, so viel wie du redest. Und wirkt jetzt umso ärgerlicher. Die Leute, die letzte Person, der letzte unbenannte NSC steigt auch aus und die sitzen nur noch zu viert am Tisch. Die Karten werden ausgeteilt, 5 Karten liegen vor dir. Ist die Finalrunde? Und sie sind wirklich gut. Oh oh. Schaust runter. Einen Dreier. Vielleicht könnte man da aus den anderen beiden Karten versuchen, noch was rauszuholen. Bist ein bisschen am Überlegen. Aber das sieht schon mal ziemlich gut aus. Ja. Ist es in dem Fall das Risiko sehr hoch, dass ich mein Blatt verschlechtere? Nein, tatsächlich nicht. Weil dann würde ich versuchen, einfach nochmal zu verbessern. Jetzt bist du dir ziemlich sicher, dass keiner mehr ein besseres Blatt am Tisch hat. Okay. Dann setze ich mit den Worten, mal schauen, wer mit dem Bubi mitgeht. Phyllis schaut dich nachdenklich an. Ich glaube, dass Bubi weiß, was es tut. Ich nicke. Aber Fold. Sie steht auf und verlässt ihren Stuhl am Tisch. Bulli und Clifton sitzen da. Clifton spielt mit seiner Uhr. Chuck, Chuck, Chuck. Ist das Nervosität vom großen Clifton? Pure Neugier, ich versuche was zu lernen. Man wird ja wohl noch nachdenken dürfen. Vielleicht solltest du das auch öfters, bevor du das Maul aufmachst. Touché. Bulli springt auf, schmeißt seine Karten hin, geht diesmal tatsächlich weg, ohne eine weitere Aussage. Ich erhöhe. Clifton schiebt mehrere weitere Dollarnoten in den Pott, der inzwischen sehr lecker aussieht. Ich möchte ihn bestenfalls jetzt gerne in diesem Moment lesen wie ein Buch. Mhm. Schauen wir mal, ob das gelingt. Ja. Er ist sich relativ sicher. Er wirkt wie jemand, der glaubt, dass die Chancen okay sind, aber niemand, der hundertprozentig überzeugt ist. Er schaut dich sehr ruhig aus seinen grauen Augen an und scheint gleichzeitig zu versuchen, dich zu lesen. Kann ich blöffen, unsicher zu sein? Das kannst du versuchen, ja. Dann du überzeugst mich nicht. Sind das Nerven? Was meinst du genau? Sag nicht, du hast jetzt meinen Tick entdeckt. Und ich versuche, ich kenne ja vielleicht meinen Nervositätstick, sollte man als guter Pokerspieler kennen, und ich versuche den jetzt noch ein bisschen deutlicher wirken zu lassen. Ich blinzle vielleicht mit dem rechten Auge einfach ein bisschen häufiger. All in. Falls wir hier gerade die Pokerregeln ein bisschen biegen, weil eigentlich zwischendurch Dramatik. Das war damals so. Richtig. Du musst das. Ich schaue mich so rum. Also eigentlich mit dem großen Clifton im Finale zu sein, ist schon Sieg genug, oder? Was habe ich zu verlieren? Und ich gehe auch all in. Geh mit.
Showdown. Er deckt seine Karten auf. Und er hat einen Vierer. Mach dasselbe. Aber du hast einen Dreier und einen Zweier. Full House. Das ist mehr als vier, oder? Oh. Er steht langsam auf. Du musst betrogen haben. Du kleiner Scheißer hast betrogen. Durchsuch mich. Ich bin... Das klang gerade sehr willig. Durchsuch mich. Fass mich an. Als würde ich den ganzen Tag drauf warten. Ich habe vollends ehrlich gespielt. Ein bisschen Glück. Andere Leute am Tisch haben geschummelt. Du hast es gesehen, als ob ich das riskiere. Gerne kannst du mich durchsuchen. Ich bin ein offenes Buch. Sein Finger zittert. Wir schauen mal, ob du ihn davon überzeugen kannst, dass hier alles mit... Entschuldigung. Ein Spieler muss auch verlieren können. Gratulation, Milchbubi. Ich gebe ihm die Hand und sage, vielen Dank, gut gespielt. Damit wäre das Ganze sozusagen jetzt, ringsum geht tatsächlich ein bisschen höflicher Applaus, einige Leute pfeifen. Phyllis stößt ein ungläubiges Gelächter aus, während tatsächlich ein paar Angestellte strikt überwacht dazukommen und anfangen, dir das Geld zu zählen und zurechtzulegen. Mein Blick ruht inklusive auf inklusive mit allem, was da reingeworfen wurde. Du stellst fest, dass da nicht nur Geldscheine drin sind im Endeffekt, sondern nachdem du den Pott von allen Beteiligten eingestrichen hast, sind da auch ein paar Taschenuhren und andere Krimskrams drin. Endlich eine Uhr! Endlich Taschenuhren, ja. Endlich eine Uhr! Taschenuhren für alle! Ja! Gemachte Leute. Ist so. Mhm. Feine Pinkel. Und du siehst, wie Bulli die Tür zur Tür nach draußen geht. Offensichtlich leise köchelnd vor Wut. Ich möchte gern noch mal... Ein dumpfes Knurren, Shane. Wo ist Clifton gerade? Fragezeichen? Ja. Der steht ein paar Schritte weg an der Theke. Okay, ich würde mich neben ihn stellen. Hat er gerade ein Getränk vor sich? Ja. Okay, dann gebe ich ihm keins aus. Vielen Dank nochmal für das ganze Turnier. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich muss nur eine Sache noch fragen, während Bulli gerade rausgeht. Ne? Wie vertraut bist du mit einem verlierenden Bulli? Ich habe gehört, dass er ein Arschloch ist. Dann sind wir auf demselben Stand. Mein Bruder hat vor kurzem draußen auf vier relativ gut für einen Schusswechsel zu nutzenden Positionen hat er vier junge Männer gesehen, die mit diesem Bully verkehren. Und ich möchte dich nur gern darauf hinweisen, ich weiß nicht, was passiert, wenn er jetzt wütend ist und verloren hat. Ich fühle mich ein bisschen unsicher mit dem gewonnenen Geld. Das ist mir ausgesprochen egal. Dann hättest du halt nicht gewinnen sollen. Ach, sie nehmen hier keine Sicherheitsvorkehrung. Nein, es ist Zeit zu gehen. Ja, es ist aber unerhört. Ich rege mich ein bisschen aus und folge meinem Bruder. Der Dampfer geht gleich. Schimpf, Zeta. Stimmt, echt auf dem nächsten Dampfer und dann... Ja. Ablegen. Wir müssen aber unseren Stall noch bezahlen, das dürfen wir nicht vergessen. Stimmt, okay. So, ich weiß nicht gehen. Einfach nicht. Ich bin zu ehrlich für diese Welt, glaube ich. Vielleicht sind die Jungs ja da. Den kannst du ja Geld in die Hand drücken. Okay, also wir versuchen, durch die Küche hinten zu verschwinden. Kurzes damit... Tipp nochmal an den Hut Richtung Phyllis. Ma'am, war mir eine Freude. Und dann verschwinde ich Richtung Küche. Ihr versucht hinten durch die Küche rauszukommen. Ja. Ich spanne schon mal die zwei Revolver. Mhm. Okay. Das heißt, wenn ihr jetzt rausgeht, seht ihr auch euren Jungen, der Gesten macht und darauf zeigt, dass da mehrere Leute offensichtlich platziert sind. Ist George denn jetzt zwischendurch rausgegangen und hat sich auf dem Dach? Ich habe gesagt, ich gehe raus, bevor die Finalrunde beginnt. Ja. Also ich habe ja nur die vorletzte Runde quasi mitverfolgt im Saloon und dann wollte ich rausgehen, mich auf den Weg machen, so ein bisschen rumschlendern, vielleicht zu diesem Haus gelangen, also nicht in gerader Linie. Und dann will ich da hoch und mein Messer ziehen. Mhm. Ui. Dann schauen wir mal, wie gut du dich verbergen kannst.
Oh, ist, John, ja. Du schaffst das. Trapper Baby. Ist so. Bergen ist ja... Also. Nicht so gut. Möchtest du einen Willenskraft, einen Nervenstärkepunkt einsetzen? Davon habe ich, warte mal, 4, glaube ich. Ja. Genug. Ja, das ist jetzt wichtig. Auf jeden Fall. Dann würfel ich die 2 nochmal. Oder lass dich. Und das wird eine 5. Das ist wieder eine 2. Das, bitte? Ist es erneut eine 2 geworden. Ach, ich meine, du hast noch 3. Ja, ja, einen kann ich noch, glaube ich. Dann brauche ich noch eins fürs Messer oben und dann... Jetzt ist es eine 4. Das heißt, dass wir insgesamt bei einer 11 sind. Da war kein Pasch dabei, ne? Doch, tatsächlich ist ein Pasch dabei. Dann jetzt, wenn es 2 Vieren sind. Hervorragend. Gut, das heißt tatsächlich, dass du verborgen bleibst, als jemand mit einem aufs Dach geklettert kommt und sich dort in der Hocke niederlässt. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen in den taktischen Kampf reingehen, ist die Situation folgende. George ist da auf dem Dach und hat sich da unter irgendwie, da ist haufenweise auch anderes Zeugs planen und sowas draufgeworfen. Das ist nicht so ordentlich. Hast dich da hinter einem Haufen versteckt. Ist doch nicht da, oder? Dann müssen wir ein paar Schurken in das Geschehen ziehen. Ist der auch schon auf dem Dach? Marie, ist der auch schon auf dem Dach, oder? Der kommt jetzt aufs Dach geklettert. Ah, der kommt jetzt, okay. Ja. Das ist dieser Kollege hier. Dem geben wir mal eine Farbe, damit wir sie alle unterscheiden können. Mhm. Das ist der rosa Schurke. Wird schon Angst. Oh, das ist der Boss? Nee. Nein, das ist einfach nur ein weiterer. Und der hat die Blickrichtung hier hin. Ihr seht die kleinen roten Pfeile, die sagen, wo sie hinschauen? Mhm. Ja. Oh, hier jetzt Showdown. Oh. Ich habe ein bisschen Angst. Wir können das alles wieder verlieren, Leute. Ja. Enttäuscht mich nicht. Jungs, jetzt zähl's. Ich hab getan, was ich konnte. Du hast super rausgeholt. Richtig das gemacht. Ist der gelbe Schurke? An deinem Bruder und mir. Das vor ist allem der an deinem Bruder. Oh, nee. An unserem coolen Bruder. Ganz aufgeregt. Schon. Und der Vorteil ist, dass sie, glaube ich, nicht damit rechnen, welchen Weg wir nehmen. Und dass wir vorbereitet sind, ja. Glaube ich, rechnen sie auch genau. Nicht mit. Die denken, wir sind so Greenhorns. Und dass wir einen mindestens schon weg haben da oben. Und? Und dass Blut dicker ist als Dollar. Und hier unten bei dem Brunnen steht Le Boss. Ist das Bulli oder ist das einfach nur das ein anderer Schütze? Das ist Bulli. Er behält den Eingang im Auge. Mhm. So, und hinten schleichen sich jetzt 2 vorsichtige Desperados aus dem Haus. Wie das wohl sein könnte. Aber Phyllis. Wir könnten auch einfach abhauen, ne? Wir müssten die Schießerei gar nicht groß gewinnen. Und ich sitze auf dem Dach. Nee, das sind meine Jungs, die kommen noch. Die lassen den alten George nicht hier. Jungs. Jungs. Okay. Lass mich hier nicht verletzen. Also, George ist rot. Ich für dieses bisschen Geld. Shane ist genau. Grün nicht und für Sam ist blau. Tausende Dollar. Okay, ich bin blau, du bist grün, Sam, ja? Jo. Okay. Dann sind wir jetzt in der Phase, wo ihr sozusagen noch ist keiner von euch entdeckt. Ihr seht hier die Blickrichtungen, die alle hier in unterschiedliche Richtungen gehen. Keine davon geht direkt zu einem von euch. George ist im Rücken von einer der Personen. Ihr seid hier im Blickschatten sozusagen des Saloons. Das heißt, jetzt könnt ihr euch quasi bewegen. Aber sobald ihr euch durch die Blickrichtung, durch diese gedachte Linie, die von dem roten Pfeil ausgeht, durchbewegt, werdet ihr entdeckt, es sei denn, ihr könnt euch verkleiden, verstecken oder sonst irgendwie verbergen. Dazu muss man sagen, dass Shane als Spieler tatsächlich ein Talent dafür hat, sich zu verkleiden. Ja, das heißt, ich habe ein Schnurrbart an. Mit ein bisschen investierter Zeit kannst du tatsächlich durch deren Sichtlinie laufen, ohne dass sie auf dich feuern. Das heißt, ich könnte potenziell meine Familie im Stich ausziehen. Lassen. Ja. Und einfach abhauen. Yep, könntest du. Das ist schon okay. Zieh dir gute Weste aus.
Ja, ist vielleicht, ist, du kannst es ja auch was neben mir sagen, aber ich ziehe die Weste, glaube ich, auch aus. Das macht Sinn. Aber es ist noch kein Verkleiden dann, ne? Das ist einfach nur, ich ziehe die Weste aus. Ja. Bulli am Brunnen schreit: Hey, mich, Bubi! Ich hab noch was mit dir zu klären! Uff. Ich schreie nicht zurück. Sonst wäre das ja relativ auffällig. Sam, was ist der Plan? Was machen wir jetzt? Willst du die alle umlegen? Wo genau ist denn der auf dem Dach vom Saloon hochgekommen? Wo ist die Leiter? Tatsächlich ist da eine Leiter, wo ihr steht. Gut. Ich baue ja darauf, dass unser Onkel den da drüben jetzt schon hat. Oder ihn zumindest kriegen wird. Was das wir machen heißt, können ist, also es funktioniert folgendermaßen, ihr könnt euch quasi eine Taktik überlegen, ihr könnt euch auch noch ein bisschen bewegen, solange keiner von denen euch sieht oder ihr irgendwie blödverräterische Geräusche macht oder sonst irgendetwas. Und dann kann man eine gemeinschaftliche Aktion angehen, das heißt, ihr sagt alle eure Handlungen an und die Konsequenzen treffen euch erst, wenn alle drei die Handlung abgeschlossen haben. Kurz was dazu, wie es funktioniert. Die Gegner sind nämlich quasi nur passive Hindernisse in dem Sinne, als dass, wenn ihr durch ihre Blickrichtung lauft, nehmt ihr automatisch Schaden und versagt bei dem, was ihr versucht. Weil die mit gezogener Waffe quasi darauf lauern, dass ihr was macht. Wenn ihr auf sie schießt, was natürlich dann nur geht, wenn ihr das aus einem Winkel tut oder in einer Situation, wo sie nicht als Erste auf euch schießen, dann ist ein Versagen heißt, ihr nehmt Schaden, weil sie dann den Schuss hören, sich umdrehen und auf euch feuern. Wenn ihr Erfolg habt, trefft ihr sie, aber sie schießen zurück und machen euch Schaden. Und wenn ihr einen guten Erfolg habt, also mit einem Pasch, dann schaltet ihr sie aus, ohne Schaden zu erleiden, und ihr bekommt noch einen Bonus, der ausgewürfelt wird. Was heißen kann, dass die Leute in die falsche Richtung schauen oder ihr mehr als einen ausschaltet. Der Boss kann also erst als Ziel angewählt werden, wenn die Schergen ausgeschaltet sind. Mein Vorschlag ist der, ich gehe wie gesagt davon aus, dass mein Onkel Dina hat. Mhm. Ich würde die Leiter hoch, um den auf dem Dach vom Saloon zu erwischen. Den Schuss wird der von der Kirche sicherlich hören, also wieder runter. Ich würde einen, ich glaube, ich kann das so einen Ablenkschuss machen, oder? Als Fähigkeit? Du hast tatsächlich ein Ablenkungsmanöver. Dann würde ich auf dieses Freigebäude schießen, dass die Leute dorthin schauen. Also das Ablenkungsmanöver kann viele verschiedene Formen annehmen. Eine Münze werfen oder einen Stein oder irgendwie einen auffälligen Gegenstand irgendwo hinlegen, solche Dinge. Ich würde auf jeden Fall die Ablenkung Richtung dieses freie Gebäude, das ausschaut wie ein Zelt, lenken. Und dann unten am Saloon hintenrum im Grunde. Und dann auf den auf dem Dach von der Kirche schießen. Also mit dem Ablenkungsmanöver kannst du die Blickrichtung von jemandem ändern. Wer soll denn Richtung Zelt schauen? Momentan noch gar niemand. Momentan ist mein Plan, dass ich hoch die Leiter, um den einen auf dem Dach beim Saloon erstmal zu erledigen. Aber das, was sorry, möchte Shane machen? Ja, rein theoretische Frage. Wenn er den oben auf dem Saloon-Dach erledigen wollen würde, dann würde der, ich sehe gerade gar nicht, wo der auf der auf Kirche hinguckt. Der auf der Kirche guckt so schön schräg nach links runter Richtung Brunnen. Okay, aber das heißt, ihn dann wahrscheinlich Richtung Schuss schauen. Darum meine ich, dass ich dann die Ablenkung weiterlenken würde. Danach. Okay. Und was möchte George machen? Also wäre so mein Vorschlag. Ich könnte ja gleich aus der Deckung hervortreten und den angreifen. Der schaut ja auch in eine andere Richtung. Ja, und danach dann mal schauen. Vielleicht würde ich dann Lockruf ausstoßen, um die Blickrichtung vom Boss irgendwie zu ändern. Auch gut. Ja. Aber erstmal habt ihr eine Aktion, die ihr durchführen könnt. Genau, also erstmal würde ich würde aus der Deckung heraustreten und den auf dem Dach angreifen, und zwar mit meinem Messer. Dann fangen wir doch einfach mal da an. Du hast leider keinen Nahkampf oder dergleichen. Das heißt, es ist wirklich jetzt Würfelglück. Schergen haben zum Glück keine allzu hohe Schwelle, die man erreichen muss. Aber du hast sie nicht erreicht. Wie viel braucht er? Ungefähr? 12. Moment, ich habe ja noch Nervenstärke. Yep. Ja. Und warte mal, niemals eine 2 neu würfeln. Das war ja eben im Check. die Devise. Ich mach's trotzdem. Du bist die 2 neu. Du bist ein Zocker. Es wird eh eine 2. Oh, eine 5. Dann sind wir bei 13 und ein Pasch.
Das heißt, du schaltest den aus, du nimmst selber keinen Schaden. Ich ramm ihm das Messer in den Nacken, dreh es einmal um, dreh ihm dann auf den Rücken und zieh das Messer wieder raus. Okay, und du wolltest kriegst, weil es ja... Wehtun? Du wolltest meinen Jungs wehtun? Jetzt bin ich dir weh. Ich trete nochmal zu. Du hast eine Eins gewürfelt. Das heißt, du darfst das Blickfeld von bis zu 2 Gegnermarkern nach deinem Wunsch verändern. Wer soll denn wohin schauen? Der Boss auf jeden Fall nach unten. Der Boss soll nach unten schauen? Hä? Ganz komische Echos hier in den Straßen. Vielleicht haben auch die Kinder gerade da irgendwie, die sind ja auf unserer Seite. Vielleicht sind die gerade vorbeigelaufen, haben irgendwie Lärm gemacht. Oder einer so. Von denen jubelt, er hat einen ausgeschaltet. Der dreht sich um, schaut Richtung Süden hinter denen her. Wen möchtest du noch verändern? Und dann natürlich, machen wir noch den auf dem Gebäude beim Saloon, genau da unten den. Den? Den braunen? Den drehen wir mal auch nach unten. Was war denn da unten? Boss, was ist denn da unten? Was ist denn da unten? Genau, ihr seht, dass ein Boss da hinguckt. Gut, dann. Wer möchte als nächstes? Ich habe vielleicht eine Idee, wie ich noch Sam ein bisschen helfen könnte. Und zwar, ich habe ja als Spieler eine Fähigkeit mit diesem Parfum, das ich benutzen kann, nicht yep. wahr? Ich überlege mir gerade irgendwie eine Methode, das hier realistisch einzupflegen, weil ich weiß nicht, wie ich jetzt die ganzen Leute beeinflussen sollte damit, aber rennt vielleicht? Schwierig. Weil normalerweise kann ich ja das Parfum nutzen und irgendwie die Würfe im besten Fall gegen die am Kampf Beteiligten vereinfachen, ne? Ja, Moment, wir können eben kurz reinschauen. Hatte ich nur irgendwie überflogen. Weil das wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen wäre, wo ich nützlich sein kann, ohne wirkliche Kampffähigkeiten. Du hast schon alles getan. Danke, Onkel. Ich bin wirklich froh, dass du stolz auf mich bist. Du hast Danke gesagt. Er hat Bitte und Danke gesagt, wie ein guter Junge. Alles gut. So gehört sich das. Du hast alles getan. Ich soll wirklich jetzt nur noch irgendwie auf den Dampfer kommen. Also du kannst im taktischen Kampf dein betörendes Parfum absetzen, um Leute zu verwirren. Ja, das funktioniert wie ein Angriff und ich würde sagen, der geht dann über Einfühlungsvermögen. Okay. Und dann alle anderen, die gegen diesen Gegner versuchen, einen Angriff durchzuführen, für die ist es um eins erleichtert. Okay. Ich meine, hey, warum nicht? Dann versuche ich, wie kann ich mir das vorstellen? Werfe ich dann so ein Parfum-Bottle aufs Dach und die sind verwirrt? Oder? Die zerplatzt und was ist denn das für ein Zeug? Ich hatte auch, die Frage ist halt, wie der Geruch zu denen kommt, ne? Ich habe überlegt, einfach eins der Kinder zu uns zu rufen und ich sprühe den mit dem Parfum ein. Der rennt das dann an dem vorbeilaufen? Wegen mir. Ihr habt eine Schar von Kindern zur Verfügung, ja. Um euch taktisch zu unterstützen. Okay, dann möchte ich gern. Gott. Die Kinder laufen alle los mit Parfum. Rot 1, einsatzbereit. Dann möchte ich ganz gerne eins der Kinder so. Warum nicht gleich 4? Wie viele Kinder sehe ich denn da, die noch uns. 3. Okay. Dann rufe ich die so ganz leise so: Hey Kinder, ihr wisst, ihr könnt bei uns gutes Geld verdienen. Ich mache das ganz leise. Öffne eine Handvoll Geld. Hier, ich sprühe euch jetzt mit diesem betörenden Parfum ein. Ich habe die Regel nicht geschrieben. Leg los. Lasst es über euch ergehen, okay? Das ist gutes Geld. Ihr seid jung, ihr braucht das. Und ich sprühe sie ein. So, und jetzt lauft ihr. Du bist nicht mein Bruder. Und jetzt lauft ihr mitten durchs Feuer und versucht, so viele von den jungen Leuten und dem Bulli vor allem abzulenken, wie es geht, ja? Also, Mister, regeltechnisch dürfen wir uns nur auf einen konzentrieren. Oh, na gut, dann am besten auf den dort drüben, auf der Kirche. Jawohl. Los. Okay, die Kinder lecken den auf der Kirche ab. Dann würfeln wir mal. Das ist eine der seltsamsten Proben ever. Es ist. Ja, gut, also alle weiteren Angriffe gegen den sind jetzt um 1 erleichtert. Kinder beeinflussen eine meiner weiteren Stärken, Leute. Ja, und es gibt auch keinen Gegenschlag, weil das bei dem Einsatz von Parfum überhaupt nicht funktionieren kann. Ha! Sam! Ja?
Ich mache das relativ simpel. Leiter hoch, Typ abschießen. Okay, du schießt auf den. Also möglichst nur so über die Kante drüber zielen und dann abdrücken. Das ist ein hervorragender Erfolg. Der wird erledigt. Du bekommst keinen Gegenschaden. Headshot. Und wir würfeln jetzt nochmal ein W6, um zu bestimmen, was du für einen Vorteil noch daraus ziehst. Das ist die 2. Abschreckung. Du darfst noch einen weiteren Gegner entfernen, der das sieht und wegrennt. Wer schaut denn halbwegs in die Richtung? Wahrscheinlich keiner, oder? Gerade keiner. Aber du kannst gerne einen bestimmen, der jetzt Muffensausen bekommt und abhaut. Der auf der Kirche ist eh jetzt, glaube ich, erleichtert, oder? Ja, gegen den sind alle anderen Vereinsrechte. Dann der andere, der hat wahrscheinlich den Blick rüber geworfen, so nebensächlich. Und hat gesehen, wie der Kopf des anderen zerplatzt. Genau, der einfach explodiert. Klettert nonchalant runter und verschwindet aus dem Bild. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlen. Ich lasse dich im Stich. Siehst du schon was? Pony, das kannst du selber erledigen. Rennt davon. Stolpert vom Dach. Okay. Damit allerdings ist jetzt die Blickrichtung von dem hier, geht jetzt rüber. Und die Sache ist, du kannst dich hinbewegen und du kannst schießen, aber sobald du geschossen hast und was geschehen ist, ist es so, dass du dich dann quasi nicht mehr weiter bewegen kannst, weil wir dann also das ist eine sehr abstrakte Darstellung von dem taktischen Kampf. Das heißt, sobald du jetzt agierst, guckt der in deine Richtung. Und auch der Boss ist jetzt darauf aufmerksam. Oh, ich habe aus Versehen den Brunnen verschoben. Das geht ganz kurz auf die andere Ecke. Schudup. Und der Boss guckt jetzt auch in die Richtung, aber der hat immerhin keine Sichtlinie. Okay, wer möchte jetzt anfangen? Ich würde vorschlagen, dass es nicht Benny ist, weil sobald er jetzt handelt, werden schlimme Dinge passieren für ihn. Also er kriegt Schaden. Jeden. Die Sache ist, dass der Boss noch nicht als Ziel gewählt werden kann, weil noch ein Scherge im Spiel ist. Ich kann immer meinen brüllenden Bären machen und versuchen, hinten den auf der Kirche abzulenken und woanders hingucken zu lassen. Oh nein, auch noch wilde Bären! Der Onkel macht wieder den Bären. Was habe ich euch Abend damit unterhalten? Jetzt seid mal nicht so. Ja, jetzt haben wir keine Angst wenigstens mehr davor. Aber einen schönen Abend im Lagerfeuer. Okay. Lockruf, genau. Dann kann ich statt eines Angriffs mache ich eben den Lockruf. Wirklich auch Bär, Eule oder sowas passt ja nicht zu mir. Oder wahrscheinlich ist es eher so eine Mischung aus Bär und Rülpser mit dem Boden im Bauch. Und funktioniert wie ein Angriff, ja. Ja. Das ist eine 8. Das würde so nicht ausreichen. Ich habe noch einen Punkt Nervenstärke, den lege ich in den lautesten Rülpser der Welt. Mit der 2. Doch, die 2 muss nochmal. Und die 2 wird zu 4. Damit sind wir bei 10, das reicht ganz knapp nicht. Du hast den lautesten Rülpser der Welt abgesetzt, aber es hat nicht geholfen. Shane oder Sam? Ich hab's versucht, Jungs, wirklich. Shane? Ja, mein Verstecken nützt mir ja nur, dass ich durch Sichtfelder durchlaufen kann, ne? Aber ich könnte jetzt nicht durch Sichtfeld durchlaufen und den Typ von der Kirche stoßen, oder? Du könntest jetzt sagen, du läufst durch das Sichtfeld durch. Und danach dann schauen, ob du was anderes machst. Okay. Ich meine, hey, ich warte erstmal bis was Sam macht. Wenn Sam jetzt agiert, wird auf ihn geschossen. Sam nimmt einen Punkt Schaden. Außer ich kriege einen Pasch, oder? Nein. Automatisch. Du bist in der Sichtlinie vom Gegner. Das heißt, es wird auf dich geschossen und du hast einen automatischen Fehlschlag. Wie gesagt, relativ abstraktes System. Du hast 3 Lebenspunkte. Und jetzt noch 2. Und jetzt ist Shane dran. Trotzdem. Ach so. Ja, okay. Au. Ja, schade. Das tut mir leid, Bruder. Ich bin nicht so gut im Beschützen wie du. Hab ich eine Position, von der aus ich schießen könnte? Du kannst dich bis zu der Ecke vorwagen. Und von dort aus schießen, ja. Ja, wenn ich nicht treffen sollte, kriege ich einen Schuss ab, oder? Wie war das? Ja, sehr ärgerlich. Aber ich habe auch noch. Ich meine, warum nicht? Okay. Ich schieße mit meinem kleinen
Piu, piu. Du musst nur noch eine 11 treffen, weil du ja ihn schon mit Parfum verwirrt hast. Ja, meine Advanced Tactics. Du hast aber nur eine 8. Ach, ich habe noch 20 Entschlossenheitspunkte, nee, Nervenstärkepunkte, oder? Dann würde ich die 1 rerollen. Ist wieder eine 1. Dann würde ich sie. Wie viel habe ich noch? Ich glaube, du hast schon 2 ausgegeben, das war jetzt dein dritter, das heißt, du hast noch 2. Okay, dann gerne nochmal. Das kann ja nicht sein. Jetzt ist es eine 2. Reicht wahrscheinlich noch nicht, ne? Es ist immer noch eine 9, du musst eine 11 schaffen. Das gibt es. Komm doch schon. Nicht. Ja, Glück im Spiel, Pech im Kampf. Ich würde nochmal. Ja, hilft ja nichts. Jetzt ist es eine 4. Genau. Aber reicht noch nicht. Nein, das reicht ganz genau. Das ist eine 11. Wenn ich das nachrechne, 6 plus 5, eine 11. Das heißt, du nimmst einen Schaden, aber der wird auch ausgeschaltet. Du hast noch einen Lebenspunkt. Okay. Oh. Okay. Jetzt ist aber auch tatsächlich nur noch der Boss da. Können wir ihn direkt angreifen. Der kann jetzt angegriffen werden und der steht jetzt hier auf dem Platz, hat sich ein bisschen in die Richtung bewegt und seine Sichtlinie geht weiter dahin, wo er den Lärm gehört hat, nämlich an dem Saloon vorbei. Wer möchte denn jetzt anfangen? Möchte irgendjemand noch den lautesten Rülpser der Welt ausstoßen oder Parfum verteilen? Oder? Ich würde es eigentlich nochmal versuchen zu rülpsen, damit Sam einen guten Schuss abgeben kann. Mhm. Oh, puff. Aber ich sehe ihn gar nicht dort richtig, oder? Du kannst dich aber quasi an die Kante bewegen und solange er nicht in deine Richtung schaut, dich dahin bewegen zum Beispiel und dann von dort aus schießen. Ja, dann genau diesen Weg. Genau. Gut, okay. Das heißt, es wird ein weiterer Lockruf ausgestoßen. Ich trinke nochmal aus meinem Flachmann. Immer dabei für die Lockrufe. Genau, richtig. Den letzten Rest und versuche nochmal den lautesten Rülpser der Welt auszustoßen. Wow, den Boss abzulenken. Rülpso. Lass meine Jungs in Ruhe. Okay, ich gebe dir den Bonus. Ich gebe dir einen Lass meine Jungs in Ruhe Bonus. Yes. Und du darfst ganz knapp. Also 12 würde eigentlich nicht reichen. Du darfst deinen Blickwinkel drehen. Wohin? Das würde ich schon fast sagen. Zu mir eigentlich. Das wäre halt epischer. Ich würde sagen zu dir, ja. Ja, du hast mir nämlich den Bonus gewährt. Mhm. Aber im Gegenzug bestimmst du quasi die Blickrichtung und zu mir. Weil ich habe ja auch gerufen, lass meine Jungs in Ruhe. Sehr schön. Okay, Sam. Ja, genau darüber und dann gib ihm hart. Und du bist der beste Schütze der Familie mit einem Bonus von plus 6. 16 mit einem Pasch. Das ist tatsächlich ein Treffer. Du machst ihm einen Schaden. Er hat 3 Lebenspunkte. Er ist ein Boss. Aber du kriegst keinen Gegenschaden und wir kriegen nochmal den Bonus. Uiuiui. Ui. Der noch dazu kommt. Dein Angriff, das wäre normalerweise 2 auf einen Streich, der Angriff schaltet 2 Schergen gleichzeitig aus. Ich würde sagen, dafür machst du ihm doppelten Schaden. Das heißt, er hat nur noch einen von 3 Lebenspunkten. Krass. Möchte Shane noch was machen diese Runde? Du hast gesagt, ich kann das Parfum nochmal einsetzen, potenziell. Yes. Das war das Gesicht. Hat das einen Cooldown? Weil die Kinder rennen bestimmt auch da rum. Dann die ich Kinder rennen noch da rum. Möchtest du ihnen noch mal eine Geste geben, dass sie ihn mit Parfum anfächeln sollen? Kannst du auch das den Flakon? Zu dem da! Ist das... Ah, oh, warte, du kriegst da. Wir hatten ja gesagt, dass das mit Einfühlungsvermögen ist. Obwohl, das ist sehr, sehr schräg. Okay. Dann sagen wir, dass sein Zielwert jetzt um 1 gesenkt wird. Dann ist er jetzt bei 13, vorher war er bei 14. Neue Runde. I did something. Er schaut in unsere Richtung, oder? Er schaut jetzt gerade genau zu George rüber. Dann lass mich nochmal. Ja. Das Leben deines Onkels könnte davon abhängen, jo. Wie gut dieser Schuss wird. Wer stirbt? Es ist eine 18. Boah. Das heißt, du erledigst ihn, aber du kriegst tatsächlich nochmal einen Streifschuss ab und verlierst einen weiteren Lebenspunkt. Hast jetzt noch einen ich von 3. Ich hab doch noch Willenskraft, oder? Ja. Oh, du möchtest was wieder würfeln. Was möchtest du denn wieder den würfeln? Den 3er. Das ist Pasch. Genau, darauf baue ich. Pasch! Yes! 4-5-4 dann in dem Fall. Eine 19. Richtig gut. Boom, Headshot. Ein letzter sauberer Schuss. Zack! Der Lass meinen Onkel in Ruhe! Peitscht trocken durch die Luft. Und Bully bleibt einen Moment stehen, schaut sich fassungslos um und sackt dann seitlich neben dem Brunnen zusammen und bleibt dort liegen. Die Straßen sind leer gefegt, bis auf die Kinder, die brav weiter gestört haben. Ja. Ich glaube, das waren noch mal ein paar Dollar für die Kinder, oder? Oh ja. Ich gehe da wieder vom Dach runter. Mhm.
Meine Hände sind blutig, oder meine eine Hand, mit dem ich ihn abgestochen habe. In der anderen halte ich das Gewehr. Ich gehe so ganz langsam die Straße runter zu meinen Jungs. Das Knie schmerzt ein bisschen. Sam hat einen Streifschuss abbekommen. Shane! Sam! Shane! George! Es geht uns gut! Keine Sorge! Wir haben ein bisschen was abbekommen. Sam mehr als ich. Es tut vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns jemanden suchen, der uns verarzten kann. Ihr blutet beide, ne? Ja. Was haben sie nur mit euch gemacht? Oh, Jungs, schaut euch nur an. Euer Vater würde sich im Grab umdrehen. Kurzer Blick zum Horizont. Geht's euch gut? Ich glaube, es ist Zeit zu gehen, oder? Wir dürfen verschwinden. Wir dürfen die Kinder nicht vergessen. Ihr habt unser Leben, euer Leben für uns riskiert. Ja, und hier. Jetzt stinken wir auch noch. Das riecht hier so stark nach Veilchen. Es riecht relativ gut. So ist nicht. Ich gebe jedem noch mal, weiß ich, wir haben echt viele Dollar gewonnen, ne? Du hast etwas über 500 Dollar in deiner Tasche. Jeder von denen kriegt 5. Zacke die Bam. Die Kinder rennen kreischend davon und unterhalten sich plappernd darüber, was zur Hölle sie davon jetzt kaufen werden dringend. Oder was sie damit anstellen werden. Ist der Moment, wo man nochmal den... Immer jederzeit wieder, Mister. Jederzeit wieder. Und jetzt solltet ihr schnell zum Chef, bevor die Nächsten dran denken, euch... Wir sind unterwegs! Kurzes Richten von dem Duster und dann mit scheppernden Sporen Richtung Raddampfer. Ich habe das Gewehr in der Hand, also in beiden Händen, und gehe als Letzter und blicke mich immer wieder um. Nicht, dass jemand jetzt wirklich auf die Idee kommt, uns quasi, weil wir angeschlagen sind, das wäre natürlich halt der... Das wäre nochmal... Das wäre relativ ernüchternd, ohne Scheiß. Das wäre nämlich in der Plot-Twist, ja. Es gibt zwei Parteien, die eine wartet, dass die andere halt schon mal anfängt. Schau mich dann um, ob nicht nochmal jemand auf die Idee kommt, uns irgendwie unseres neuen Reichtums zu berauben. Tatsächlich folgen euch neugierige und teils auch misstrauische Blicke. Verschwinde! Aber keine weitere Person zieht ihre Waffen, spätestens wenn George sie anschnauzt. Ich pöbel die alle an. Ich habe ja auch einschüchtern. Ja, ziehen sich die Leute zurück. Ich pöbel jeden an, der mich anguckt. Das ist mir egal. Und ich gebe der Chat weiß darauf hin, dass ihr die Miete prellt. Verdammt, nein! Und jetzt fühle ich mich schlecht. Mit ein paar letzten Schulden beim Besitz. Noch mal Geld in die Hand. Bei den letzten, gut, vielleicht könnte das so begleichen. Aber tatsächlich, ein Raddampfer ist kurz davor abzulegen. Ihr seht, vorne am Bug steht eine euch vertraute Frau, die dort jemanden, den sie abgeführt hat, festgekettet hat und gerade ein Zigarillo in den Mundwinkel hängen hat und euch überrascht anschaut, als ihr kommt mit einer Tasche voller Geld, aber dann respektvoll nickt. Kurz und während an die Sonne langsam untergeht über Yazoo City, fahrt ihr Richtung Süden. In Richtung Mississippi und dann weiter. Mal schauen, was ihr mit dem vielen Geld anstellen könnt, um den Namen Tucker noch ganz groß zu machen. Jungs, ich bin stolz auf euch und euer Vater wäre es auch. Danke, Onkel. Das ist mir sehr viel wert. Ich schlag dir in den Nacken. Au! Sehr schönes Schlussbild. Und du, weil du lachst, kriegst du Backpfeife. Ihr seid gute Jungs. Ja. Wenn ihr die drei Tuckers jemals wieder spielen wollen würdet, dann sie bekämen jetzt einen Bonus. Ihr dürftet eines eurer Attribute erhöhen und euch ein weiteres Talent, weitere Fertigkeit raussuchen und sie damit steigern. Aber ihr habt gemerkt, dass sie ja noch in ihren Spezialgebieten alles andere als unfähig waren. Also man spielt schon relativ fitte Personen, die wissen, was sie absolut tun in diesen Sachen. Und das ist schon ungewöhnlich mit dem taktischen Kampf. Jetzt war natürlich überschaubar von der Anzahl der Schergen her, aber so, oh, da kommt ein Schuss, dann ändert ihr die Blickrichtung. Und darum geht es ja dann so, das bisschen zu simulieren, das Videospiel zu simulieren eben, dass sobald ein Schuss fällt, ändert die Blickrichtung. Dann müssen andere wieder dafür sorgen, dass die Blickrichtung wieder woanders hingeht mit ihren Fähigkeiten eben. Also ist für ein Rollenspiel sicher ungewöhnlich, aber soll ja so ein bisschen dieses Feeling dann rüberbringen. Aber es ist ein cooles System. So, also ich habe mal das Desperados 3 angespielt gehabt und ich finde, das ist ganz gut übersetzt worden jetzt zum Pen and Paper. Vor allem, weil es halt nur eine Mechanik des Ganzen ist, ne? Weil das ganze Rollenspiel, was wir gemacht haben im Saloon, das hat ja nichts mit Desperados als Videospiel zu tun, in dem Sinne mit den Mechanics, und war trotzdem richtig genial.
Absolut. Ja. Fand das Setting sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das gefällt mir mit diesem, es findet ein Pokerturnier statt. Was ist noch drumherum? Vielleicht waren da bestimmt noch Sachen, die wir irgendwie nicht wahrgenommen haben. Ein paar NSCs, die man irgendwie manipulieren kann oder wo man was aufdecken kann, um den Pool immer kleiner werden zu lassen. Finde ich sehr, sehr cool. Das hat echt Spaß gemacht. Danke. Ja, genau. Also die Idee war dahinter, ihr habt verschiedene Möglichkeiten ranzugehen. Und also viele von denen waren ja relativ offensichtlich zugespielt, aber wir wollen hier ja auch nicht 10 Stunden sitzen. Aber ihr habt die alles sauber ausgeschaltet mit etwas Würfelglück und ein bisschen taktischem Denken. Es hätte sein können, dass wenn Shane irgendwie betrogen hätte oder nicht gut gewesen wäre, dann im sich schnell rausreden, dass tatsächlich es eine Duellforderung gegeben hätte von Clifton. Und dann hätte Baby Shane auf der Hauptstraße zum Mittag gegen Clifton die Waffen ziehen müssen. Ah, das wäre auch cool gewesen. Oh, hat das eine eigene Regel, ne? Für Duelle? Ja. Mhm. Gibt's ja. Genau. Da geht's tatsächlich darum, wie viel Nerven man hat und wie schnell man schießt. Je schneller man schießt, desto schwieriger ist es. Aber wenn du länger wartest, besteht natürlich die Chance, dass dein Gegner als Erster schießt. Das ist quasi so ein Game of Chicken ein bisschen. Das hätte ich gerne gesehen. Ich bin zu gut für die Westernwelt, glaube ich. Fast ehrlich. Aber ja, es gab viele Möglichkeiten. Ich mag es lieber, bei solchen Sessions relativ offene Szenario zu haben. Und ihr seid ja auch relativ erfahrene Spieler allesamt und hattet Spaß dann euch darin, hoffentlich. Also zumindest habt ihr sehr souverän euch bewegt in diesem Szenario und euch zum Ziel gebracht. Echt Spaß gemacht und auch die Familienbande war sehr, sehr gut. Das finde ich auch immer, passt dann auch ganz gut. Ich finde das immer schöne Gruppenzusammenhalt, so irgendwie Family-Bindung oder das ist eine gute Motivation, um zusammenzuarbeiten. Hat gut funktioniert, muss ich auch sagen. Denn der nette Onkel mit den Nackenklatschern. Eines Tages vermissen, Junge. Irgendwann. Gleich aus dem Zoom-Call gehe ich raus und vermisse dich schon, dann erwarte ich dich bald hier. Komm mir auch immer, wenn es wieder möglich ist, mal nach Bielefeld zu Nerds da dann. Ja, ich wollte gerade sagen, und dann zack. Zack, genau. Ja, Keule. Guter Junge. Ach, Shane, guter Junge, bam. Genau. Aber alles steht und fällt ja auch mit einer guten Spielleiterin, ne? Also, da muss ich auch nochmal ein Lob aussprechen, das war richtig gut gemacht. Dankeschön, auch wenn ich die Weltfähigkeit der Blätter beim Poker... Ja, aber das hat... Ich habe in meinem ganzen Leben nur einmal Poker gespielt. Es war sehr dramatisch. Also ich war drin. Ich war voll drin. Ja, absolut. Das reicht. Beim Rollenspiel darf und sollte man und kann man auch abstrahieren und ein bisschen lustiger halten. Das hätten wir auch Poker spielen können mit echten Karten und hätten drei Stunden mehr länger gedauert. Der Chat hat es sich dann schön zurechtgebogen. Ich habe nicht gesagt ein Vierer, sondern drei Vierer oder so. Das hat alles gepasst. Bitte gehen Sie weiter. Ja. Achten Sie nicht auf meine mangelnden Kenntnisse. Dramaturgie ist wichtig und das hatten wir. Das war super. Ja. Es war mir eine Freude. Morgen kein Desperados mehr. Das heißt nicht, dass wir den Peter nicht wiedersehen, auf jeden Fall. Er ist morgen wieder mit dabei, wenn wir zwischendurch über das Programm reden, weil er natürlich weiterhin auch einer der Schirmherren der Conspiracy 3 ist. Aber den Daniel und den Benny, die habe ich höchstwahrscheinlich, wenn ich wieder jemand spontan irgendwo auf der Strecke bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, werde ich den nicht wieder dabei haben. Morgen haben wir wieder bei uns im Kanal einen Talk zu LARP, da geht es um Krieger und Monster. Wir werden mit Tommy Krabbeis übers Schreiben, über die Fantastik, über verschiedenste Formate und über die Szene reden. Wir werden über den System Matters Verlag quatschen und mit dem System Matters Verlag, was gerade steht, mit Uhrwerk. Und abends um 21 Uhr spielen wir dann das Cthulhu-Abenteuer, was wir auf der letzten Convention geschrieben haben. Alle inklusive mir sind gespannt, wie ich es umsetzen werde. Und danach wird gefeiert im The Cave. Was auf dem anderen Stream läuft und was sonst noch so alles passiert, Peter, das entnimmt man am besten den Plänen auf der Homepage, richtig? Ganz genau, richtig. Das weiß ich nämlich nicht auswendig. Genau. Morgen auch verschiedene Verlagsgäste von anderen Verlagen. Dann haben wir noch die Let's Play-Runden mit Kartografen Trails of Tucana, wo jeder mitspielen kann, der das möchte. Und am Abend gibt es dann auch nochmal Let's Play mit Tainted Grail. Also auch ein langes Programm. Geht um 17.15 Uhr los und endet dann irgendwann um 23 Uhr. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall an den Daniel von Nerdstar TV. Vielen Dank. Der Spieler mit der größten Klappe am Mississippi. Super, dass du mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank. Oh, sehr Kein Problem, es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Gerne wieder. Wenn der einen Jüngling, einen Milchbubi braucht, bin ich dabei. Vielen Dank an den treuen Benny, der spontan einspringt und auch ein vollkommen neues System einfach so übernimmt und mit reinsteigt. Gerne, danke, dass ihr mich gefragt habt. Das hat mich sehr gefreut. Danke, dass du echt so kurzfristig da noch eingesprungen bist. Das hat super gemacht, hat echt viel Spaß gemacht. Cooler Bruder gewesen. Zurückgehen. Und vielen Dank an Peter alias George, den nackenschlagenden Onkel, der auf alle aufpasst. Das war ein Spaß auf meine alten Tage. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Es war mir ein Fest. Auch.
Macht's gut. Und die, die ich morgen sehe, sehe ich morgen. Und den Rest hoffentlich in Bälde in absehbarer Zeit wieder. Und der Hut passt immer noch nicht. Damit entlasse ich alle Beteiligten, inklusive des Streams, der auch schön mitgewitzelt und mitgefiebert hat und Ennio Morricone im Hintergrund gehört, in den Feierabend. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Tschüss, gute Nacht.